begrüße die Hochschule Geisenheim ganz herzlich als neue Hochschule unter den 400 Hochschulen, die wir in ganz Deutschland haben. Der Wissenschaftsrat hat die Hochschule Geisenheim als Hochschule neuen Typs ausgezeichnet und ich freue mich auf den Praxisversuch, von dem, glaube ich, sowohl Fachhochschulen als auch Hochschulen viel lernen können. Ich wünsche der Hochschule Geisenheim alles Gute für das Jahr 2013, aber natürlich weit darüber hinaus. Das ist eine wichtige Nachricht. Sehr geehrte Gäste, herzlich willkommen, wie Sie gerade gesehen haben, in der jüngsten. Noch sind wir die jüngste Hochschule Deutschlands. So oft werden ja auch keine gegründet. Als allererstes möchte ich Sie ganz herzlich begrüßen, Herr Ministerpräsident Bouffier. Herzlich willkommen, dass Sie sich nicht nehmen lassen, ich glaube 41 Jahre, das ist ungefähr her, wo die letzte Hochschule in Hessen gegründet wurde, es sozusagen heute nach so langer Zeit wieder zu tun. Intensiv in diesem Prozess der Entscheidungsfindung und Hochschulgründung war natürlich auch die hessische Ministerin für Wissenschaft und Kunst, die Frau Kühne-Hörmann, eingebunden, sehr stark. Herzlichen Dank, dass Sie hier sind. Und Ihr Staatssekretär Ingmar Jung, herzlich willkommen. Und das Ihr habe ich deswegen gesagt, weil sie zwischenzeitlich ausdrücklich betont hat, dass Geisenheim ja mittlerweile seinen eigenen Staatssekretär hätte in diesem Prozess, dass er Ingmar Jung hieß. Neben dem Wissenschaftsressort sind auch das Sozialministerium und das Landwirtschaftsministerium, ich habe es jetzt mal abgekürzt, mit Staatssekretärin Petra Müller-Klepper und Staatssekretär Marc Weinmeister vertreten. Auch Ihnen herzlich willkommen. Ach so, der, ja. Er ist so schmächtig. Der Bundestagsabgeordnete Herr Klaus-Peter Wilsch, der wollte mit dem Flieger kommen, das hat allerdings nicht funktioniert. Ich bin sowieso froh, dass hier so viele kommen konnten, trotz dieser zwischenzeitlichen Irrtümer in den Wettervorhersagen, die Sie eigentlich eher später vorhergesagt haben. Während die Landtagsabgeordneten, Peter Seifert, habe ich schon gesehen, den Herrn Heidel, weiß ich nicht, ob er es geschafft hat, die sind hatten es etwas näher, aber wahrscheinlich auch nicht unwesentlich weniger gerutscht. Begrüßen aus dem Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst würde ich stellvertretend gerne ein paar Personen, allen voran den Herrn Dr. Bernhard, weil er eigentlich auch mit eine der Kräfte waren, die für die Umsetzung sich sehr engagiert haben, und die Frauenpower, sag ich mal. Die Frau Dr. Mattig habe ich schon gesehen und die Frau Bauernfeind Rossmann. Frau Mattig war für uns, sag ich mal, in der Vergangenheit als Forschungsanstalt zuständig, muss uns ja jetzt abgeben. Und vor allen Dingen begrüßen möchte ich unseren Festredner, den Professor Saki Pretorius, wo ich ganz froh bin, dass wir einigermaßen zeitlich angefangen haben, weil er muss nach seiner Rede sofort nach Frankfurt zum Flughafen. Das erkläre ich nachher noch, warum. Aus dem Ausschuss für Wissenschaft und Kunst des Hessischen Landtags waren angemeldet Herr Stefan Müller und der Herr Dr. Büger. Begrüßen möchte ich auch den Vorsitzenden des Kreistags, Herr Retzmann, und den Landrat, Burkhard Albers, der wird nachher auch noch eine kurze Grußworte an uns richten. Von den Hochschulen, und das freut mich ganz besonders, dass so zahlreiche Vertreter der Hochschulen da sind, besonders den Präsidenten der Universität Gießen, Herrn Professor Mukherjee, der uns immer unterstützt hat, auch in diesem Prozess. Und Gießen war ja immer schon ein langjähriger Partner für die Vorgängerinstitution. Nebendran Professor Detlef Reimann von der Hochschule Rhein-Main, mit Sicherheit einer derjenigen, die in dem letzten Jahr nicht so die leichteste Situation gehabt hat, aber einer, der uns auch mit seiner Hochschule in diesem Prozess stark unterstützt hat. Und da mal vorab schon mal herzlichen Dank. Ebenso herzlich, ja, Frau Schmidt.
Ebenso herzlich willkommen, jetzt rate ich Sie runter, die Präsidentin Professor Krake von der Hochschule für Gestaltung in Offenbach, der Professor Kaxer von der Hochschule Fulda, den Professor Krabatin habe ich eben auch gesehen von der Hochschule Mittelhessen, den Professor Krämer von der European Business School, den Professor Buchholz, der mir extra, weil wir das nicht haben, Appleboy mitgebracht hat. Finde ich eine sehr gute Idee von der Fachhochschule Frankfurt. Den Präsidenten der Hochschule Fresenius, Herrn Boto von Portatius, und den ehemaligen Präsidenten der Fachhochschule Wiesbaden, den Herrn Clemens Klockner, der auch in diesem Hochschulwerdungsprozess sich extrem eingebracht hat bei uns. Und da auch schon mal vorab herzlichen Dank. Aus Italien extra angereist, die Professoren Massimo Bertamini von einem langjährigen Partner, dem Agrarinstitut in San Michele, mit dem wir schon seit 1995 ein Austauschprogramm haben, Professor Enrico Peterlunger von der Uni Udine, auch ein ganz langjähriger Partner, und der Generaldirektor der Organisation Internationale de la Vigne du Vin, der Dr. Federico Castellucci aus Paris, ist auch hier, haben sich trotz allen Witterungsunbillen nicht nehmen lassen, hier einen Sekt von uns einzukassieren. Ebenso herzlich willkommen der Vizepräsidentin der Hochschule Rhein-Main, die Frau Christiane Joost. Ich habe sie noch nicht, da hinten ist sie. Und dem Vizepräsidenten der Hochschule Fresenius, der Professor Leo Groß. Den kann man meistens nicht überhören, weil er schon mal da ist. Und herzlich willkommen auch den Kanzler der Universität Marburg, der Hochschule Fulda, der Fachhochschule Frankfurt. Und da sage ich mal namentlich den Wilfried Friedl, Kanzler der Hochschule Rhein-Main, weil dem haben wir natürlich auch extrem viel in der Vergangenheit zu tun gehabt. Aus den Reihen der vielen Kooperationspartner, ich muss ja immer vorsichtig sein, dass ich nicht irgendjemand vergesse hier. Also die Reihung hat keinerlei Wertigkeit, okay? Ich versuche nur in irgendeiner Form das so hinzukriegen, dass sich keiner vergessen fühlt. Aus den Reihen der vielen Kooperationspartner möchte ich gerne den Präsidenten des Hessischen Landesamts für Umwelt und Geologie, Herrn Dr. Thomas Schmidt, den habe ich vorhin auch schon begrüßt, begrüßen, den Direktor des Julius-Kühn-Instituts in Siebeldingen, den Professor Rainer Töpfer, den Direktor des DLR Rheinpfalz in Neustadt, den Dr. Günter Hoos, den Direktor des DLR Rheinhessen nahe Hunsrück, den Herrn Paul Frohwein, und den Präsidenten der Bayerischen Landesanstalten Pfalz-Höchheim, dem Professor Sebastian Peißel, den ich eben auch selbst zum ersten Mal kennengelernt hat. Der ist auch noch nicht so lange im Geschäft, so ähnlich wie ich fast. Und den Vertreter des DLR Mosel, Dr. Gerhard Scholten, und den Vertreter von Bio Frankfurt, eben auch kennengelernt, den Professor Bruno Streit. Herzlich willkommen. Von hier dann einen Willkommensgruß an diejenigen, die schon wieder etwas weiter herkommen, den stellvertretenden Direktor der Höheren Bundeslehranstalt für Wein und Obstbau in Klosterneuburg, den Dr. Reinhard Ederer, der war da hinten, okay, und den Vertreter der Agroscope Changin-Wenzwil, den Dr. Vivien Suffré aus der Schweiz. Das sind auch alles langjährige, in Anführungszeichen, verbündet. Und es freut mich auch, den Herrn Dr. Fuchs und den Dr. Haupt zu sehen, die lange Jahre für das Land Rheinland-Pfalz in dem Gremium der damaligen Forschungsanstalt gesessen haben, beziehungsweise noch in den Weinbaugremien aktiv sind, sowie Frau Dr. Persige Ockelmann, die jetzige Leiterin der hiesigen Außenstelle des Deutschen Wetterdienst, immer so ein Thema für diese Hochschule auch, und den ehemaligen Leiter, den Herrn Dr. Hoppmann, und den Dr. Andreas Boos, den Leiter des hiesigen Weinbauamts. Herzlich willkommen. Wir haben ja schon, eben habe ich angesprochen, dass wir eine lange Kooperation haben und in verschiedenen Studiengängen und Gremien. Und da möchte ich stellvertretend begrüßen die Frau Professor Silvia Schnell und den Herrn Professor Roland Herrmann von der Justus-Liebig-Universität in Gießen, den Professor Peter Eck von der Fachhochschule Frankfurt, den habe ich eben auch gesehen, und den Professor Helmut König von der Uni in Mainz. Herzlich willkommen und verbunden mit einem ganz großen Dankeschön, die haben es auch wirklich verdient, sind die Vertreter des Wissenschaftlichen Beirats der ehemaligen Forschungsanstalt, die uns auch in diesem Prozess unterstützt haben. Allen voran Dr. Robert Hepp, der nachher auch ein Grußwort sprechen wird, den Professor Hans Seidler, die sich auch in diesen Gremien mit eingebracht haben, und den Professor Thilo Streck von der Uni Hohenheim. Das sind die drei, die sich hier angemeldet haben. Einen schwierigen Job hatten auch die Vertreter des
Hochschulrechenzentrums, auch die habe ich schon gesehen, die mussten unter uns manchmal etwas leiden. Und an der Stelle ein ganz besonderes Willkommen meinen ehemaligen Vorgängern, weil ich bin ja jetzt nicht mehr ein Direktor, es war ja sozusagen der letzte Direktor der Forschungsanstalt. Und zwar dem Professor Klaus. Er ist krankheitsmäßig, hat er abgesagt, dazu muss man wissen, der Professor Klaus war derjenige, der Direktor der Forschungsanstalt war oder der damaligen Ingenieurschule war, wie das auseinandergegangen ist. Und dann seine Nachfolger, den Professor Dietrich und den Professor Schaller, herzlich willkommen. Willkommen in diesem Saal, der heißt Gerd-Erbslüh-Saal. Und der Gerd-Erbslüh, ich habe ihn zwar noch nicht gesehen, jetzt habe ich ihn übersehen. Herzlich willkommen Ihnen, Herr Erbslüh, Sie sind jetzt der Namensgeber und das ist wahrscheinlich so mit einer der wichtigsten Tage in der Existenz, seit dieser Hörsaal Ihren Namen trägt. Herzlich willkommen auch den Vertretern der Rudolf-Hermann-Stiftung, den Herrn Muckermann habe ich schon gesehen, den Herrn Bunge habe ich noch nicht gesehen. Und den vielen Verbänden und Institutionen möchte ich begrüßen die Geschäftsführerin des Deutschen Weininstituts, die Frau Monika Reule, den Präsidenten und den Ehrenpräsidenten des Bundes Deutscher Önologen, den Herrn Edmund Diesler und den Wolfgang Hees, den Präsidenten des Verbandes Deutscher Sektkellereien, den Dr. Hans-Hennig Wiegmann, den habe ich vorhin auch schon mal von Weitem gesehen, Herr Markus Ebel-Waldmann vom Bundesverband Agrar und Ernährung, Herr Ralf Habermann vom Landesverband Hessen der Landschaftsarchitekten, den Generalsekretär des Deutschen Weinbauverbands, den Herrn Dr. Rudolf Nickenich, habe ich auch vorhin schon gesehen. Und sowie die Weinbaupräsidenten des Rheingaus, den Herrn Ress, der heute ja eine Doppelbelastung hat, heute Mittag den Weinbautag absolviert. Danach der Dr. Thomas Höfer, der Mosel, Rolf Haxel, der Hessischen Bergstraße, Otto Gutier und Franken hat es doch geschafft. Herr Arthur Steinmann habe ich eben gesehen. Herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Des Weiteren, ich darf ja niemand vergessen, wir sind ja nicht nur Wein. Der Vertreter des Hessischen Gärtnereiverbands, Hans-Georg Paulus, die Präsidentin der Architekten- und Stadtplanerkammer, Frau Barbara Brinkmann, sowie Herr Dieter Herrschen, der Geschäftsführer der IHK Wiesbaden, der Herr Nolde, vertreten dem VDI Rheingau, den Herrn Gerd Weihrauter, den Harald Sperling vom Weinbauverband, Herrn Baumeister vom Gartenlandschafts- und Sportbauverband, den Herrn Haller habe ich gesehen, als Vorsitzender der Fachgruppe Zierpflanzenbau. Und dann etwas, was in die Zukunft gehen wird, Frau Hartmann und der Herr Zündorf vom Studentenwerk Frankfurt, die ja schon mal ein paar Pläne gemacht haben, was man vielleicht hier in Geisenheim machen könnte. Willkommen auch Stefan Heldmann von der Gartenamtsleiterkonferenz in Hessen und die Vertreter vom Bundesverband von Wein Spirituosen, Herr Müller, Dr. Rasenberger habe ich vorhin schon gesehen, den Herrn Sennewald vom Verband der Fruchtsaftindustrie, alle unsere Branchen, die Frau Hagendorf-Mehr vom Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen, das ist ja noch der dritte Baustein hier. Und jetzt habe ich vergessen, dass der Herr Mahlzahn auch da ist. Der ist mir jetzt beim Landesbetrieb Hessen wieder eingefallen, obwohl er mittlerweile im Landwirtschaftsministerium ist. Auf die Art und Weise kann man sich Eselsbrücken bauen. Für die Gemeinden willkommen stellvertretend die Bürgermeister von Lorsch, der Jürgen Helbig, Bad Schwalbach, der Martin Hussmann, Walluf, den Manfred Kohl habe ich vorhin gesehen und natürlich Frank Kilian, als Bürgermeister von Geisenheim und stellvertretend für die Güter im Rheingau herzlich willkommen Christian Witte von Schloss Johannesberg und Dieter Greiner von den hessischen Staatsweingütern. Und für die Schulen, Geisenheim sagte nur mal, es ist eine Schulstadt, jetzt ist es dann auch, sage ich mal, komplett Hochschulstadt. Und die hiesigen Banken, die habe ich jetzt mal einfach zusammengefasst. Die Frau Andrea Stegmann von der beruflichen Schulen, den Wolfgang Herbst vom Gymnasium Hansenberg, Paul Meuer, Rex Leis von der Rheingauer Volksbank, den Herrn Möhler und Willi Ottes von der Nassauischen Sparkasse. Und willkommen auch den Sponsoren und Unterstützer und natürlich auch der Presse, weil ohne Öffentlichkeitsarbeit funktioniert nun mal die Welt so, wie wir sie kennen, nicht. Und natürlich, last but not least, vor allem willkommen allen Kolleginnen und Kollegen der derzeitigen Institution der neuen Hochschule und ganz, ganz vielen ehemaligen Kolleginnen und Kollegen der beiden Vorgängerinstitutionen, die es hierhin gepackt haben. Die haben viel Geschichte mitgebracht und Sie sehen vielleicht heute eigentlich auch etwas Geschichte, wo man dann vielleicht in vielen Jahren zurückguckt. Guck mal, an dem 15. Januar wurde sie offiziell gegründet. Jetzt ist ein wichtiger Tag für Geisenheim. Ich mach's kurz. Wichtiger Tag für Geisenheim, wichtiger Tag Sicherheit für die Kolleginnen und Kollegen hier vor Ort.
Es ist ein wichtiger Tag für die Institution und ein extrem wichtiger Tag natürlich auch für mich. Letzteres könnte der Tatsache geschuldet sein, dass meine älteste Tochter heute 21 wird. Also früher hätte man gesagt, sie wäre volljährig geworden. Und als Institution könnte man das übertragen auf diese Hochschule. Das ist vielleicht der Schritt in die Volljährigkeit, weil von jetzt an sind wir eben keine nachgeordnete Behörde mehr, sondern wirklich für das verantwortlich, was wir auch tun. Ganz so einfach, wie es jetzt so aussieht, wir haben also den Schnee bestellt, damit die dunklen Ecken verdeckt wurden. Und dass jetzt die Lichter da sind und das Hochschullogo, ganz so einfach war es natürlich in den letzten 2,5 Jahren nicht für den Standort. Aber letztendlich, wir haben gekämpft und uns die Chance erarbeitet, was getrennt war, wieder zusammenzuführen. Und ich denke jetzt mit dieser Volljährigkeit, obwohl wir eine lange, lange Geschichte von über 140 Jahren haben, wir den Auftrag zu zeigen, dass der Bildungs- und Forschungswelt zu beweisen, dass es einen Geisenheimer Weg gibt, dass es den nach außen gibt, dass es den nach innen gibt und dass er erfolgreich sein kann. Ich bin dankbar all denen, die auf dem ersten Teil dieses Weges zur Volljährigkeit geholfen haben, denen, die sich wirklich in diesen Prozess reingehängt haben, mit Herzblut dabei waren. Ich bin auch denjenigen dankbar, die dagegen waren. Denn ohne Gegenwind hätten wir uns nie so angestrengt. Ohne Kritik hätten wir nie so viele Konzepte entwickelt. Ohne Druck wären wir nie so schnell kreativ geworden und hätten unsere Potenziale nie so klar rausgearbeitet. Letztendlich bin ich dann denjenigen, der Politikverantwortung stehenden, dankbar, dass sie Geisenheim nicht hängen lassen haben. Denn das war vor 2,5 Jahren nicht unbedingt so selbstverständlich. Und dass diese Entscheidung getroffen worden ist. Und dass sich danach, nachdem die Entscheidung und wahrscheinlich auch vorher, wo wir das vielleicht nicht so mitgekriegt haben, sich so hochgradig engagiert wurde. Allen voran muss ich jetzt einfach sagen, der Staatssekretär Jung, es war sein Baby und das hat er auch so mit Vehemenz und Engagement bestritten. Da ist man natürlich auch in der Pflicht, wenn man aus dem Rheingau kommt. Das ist auch keine leichte Position, ja. Und wenn man dann irgendwie mit den Füßen und Händen noch im Wein und Weingut und so weiter, ist das alles nicht so ganz einfach. Letztendlich, denke ich, sind wir erst am Anfang eines Weges und wir werden, das kann ich eigentlich nur hier versprechen, mit Sicherheit nicht den bequemen Weg A nach B gehen, sondern wir werden als Institution immer versuchen, den besten Weg zu gehen. Ob der jetzt direkt von A nach B geht, ist wahrscheinlich nicht immer so gegeben. Herzlichen Dank nochmal, dass Sie alle gekommen sind. Und ich hoffe, wir werden noch einen interessanten und auch einer Feier angemessenen schönen Abend hier verleben und es hoffentlich nicht frieren, bevor Sie nach Hause fahren. So. Herr Ministerpräsident Bouffier, Sie haben die Chance, nach 41 Jahren die Hochschule in Geisenheim zu gründen. Ja, das mache ich gerne. Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Professor Schulz, liebe Frau Kollegin Kühne-Hörmann, liebe Abgeordnetenkolleginnen und Kollegen, hochverehrte Festversammlung, sehr geehrter Herr Professor Pretorius, freue mich sehr, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Werde meinen Redebeitrag schon im Hinblick auf die neuen, die noch folgen und insbesondere aufs Nachtflugverbot, weil Sie müssen wieder zurück, ein wenig so einordnen, dass ich zwei Dinge unter einen Hut kriegen muss. Sie haben recht. 141 Jahre, nachdem die Preußen die Forschungsanstalt Geisenheim gegründet haben und immerhin 41 Jahre, nachdem in Hessen das letzte Mal eine Hochschule gegründet wurde, ist es ein so herausragender Tag, dass ich eigentlich jetzt mehrstündig die Besonderheit dieses Tages und natürlich auch dieser neuen Hochschule darstellen müsste, im Hinblick auf seine Zeitnot. Und Professor Pretorius werde ich versuchen, das kürzer zu halten und nicht zuletzt auch Sie alle nicht zu strapazieren. Ich beglückwünsche Sie zu dieser neuen Hochschule Geisenheim und mein besonderer Gruß gilt den Angehörigen dieser Hochschule. Wir freuen uns mit Ihnen.
Das ist ein Freudentag, natürlich für diese Hochschule, für Geisenheim, den Rheingau, aber auch für ganz Hessen. Und wie wir von Frau Bundesministerin Aigner gehört haben, zumindest ein Tag, der in ganz Deutschland wahrgenommen wird, weil wir hier etwas Neues, etwas Außergewöhnliches und bis jetzt jedenfalls auch etwas Einmaliges kreiert haben, das, ich greife das gerne auf, jetzt also volljährig geworden ist. Und deshalb, meine Damen und Herren, das ist mir eine große Freude. Ich wollte auch gerne dabei sein. Ich bedanke mich bei all denen, die diesen Prozess dorthin begleitet haben, wo er heute steht. Sie haben Herrn Staatssekretär Jung gedankt, das will ich gerne tun, aber zu seiner Entlastung muss ich mal Folgendes sagen, und insbesondere auch als Gießner, sind ja nun auch noch andere hier, bei allem Verständnis für den Rheingau. Ich sage immer, wer hier wohnt, der ist da, wo andere Urlaub machen, aber das ist auch wahr. Aber es war eine gemeinsame Entscheidung und ich war auch sehr, sehr dankbar, auch Frau Kollegin Kühne-Hörmann und allen, die daran mitgewirkt haben. Es war auch mir sehr persönlich ein Anliegen, nicht zuletzt nach unserem gemeinsamen Besuch in unserer Partnerregion der Aquitaine, als wir eine der renommiertesten Institute dort in Bordeaux besucht haben und auch damals darüber gesprochen haben, wie wir die Zusammenarbeit noch mehr intensivieren können. Und deshalb, das ist ein Tag der Freude, natürlich besonders hier, aber seien Sie versichert, wir freuen uns alle mit Ihnen. Auch diejenigen, die uns kritisch begleitet haben, das gehört dazu. Sie haben sich bedankt für Schwierigkeiten. Ich nehme das gerne auf. Wenn Sie in Zukunft kommen und wollen immer was Neues, dann werden wir Ihren Sportsgeist natürlich anspornen in der Weise, dass Sie wahrscheinlich zu Spitzenleistungen immer dann am besten auflaufen, wenn besondere Herausforderungen gestellt sind. Also herzlichen Dank all denen, die dabei waren, die es mit nach vorne gebracht haben. Es war eine Entscheidung des Hessischen Landtags, der Mehrheit des Hessischen Landtags, weil das entsprechende Gesetz geändert wurde. Und so können wir sagen, der Dank gilt auch den Damen und Herren Abgeordneten, von deren Entscheidungen wir ja letztlich abhängig sind. Mein Dankeschön gilt auch Ihnen und Ihrem Vizepräsidenten, Professor Lönertz, denn die Herausforderungen, die Sie gemeistert haben, waren außergewöhnlich. Es hat Ihnen Spaß gemacht, gelegentlich Sie kurz vor die Verzweiflung getrieben, auch das ist wahr. Und die an der Spitze stehen, die sieht man. Ohne die wäre es nicht gegangen, aber ich glaube, ohne viele andere, die Sie hier unterstützt haben, wäre es auch nicht gegangen. Aber ich möchte ganz einfach Ihnen beiden herzlichen Dank sagen, auch im Namen aller und insbesondere sehr persönlich. Ohne Sie und ohne Ihr Engagement wäre das heute nicht möglich gewesen. Herzlichen Dank dafür. Nehmen Sie es als Dankeschön, aber auch als Ansporn für die Zukunft. Alles Gute Ihnen beiden und allen, die hier in dieser Hochschule in Zukunft wichtige Beiträge leisten, damit es ein Erfolg wird. Herzlichen Dank. Nun, meine Damen und Herren, es ist bereits angeklungen. Wir hatten eine besondere Herausforderung im Jahre 2010, wenn ich mich recht erinnere. Aus dieser Herausforderung erwuchs eine Chance und ich glaube, wir haben sie klug wahrgenommen. Das Land Rheinland-Pfalz hat ohne jede Vorwarnung über Nacht sozusagen die nun ganz lange Zeit, wie ich fand, sehr positive und sehr konstruktive Zusammenarbeit gekündigt. Ich habe mit dem Kollegen Beck darüber mehrfach gesprochen und ich lasse jetzt mal alle Einzelheiten weg. Im Endergebnis hat Rheinland-Pfalz seine Position nicht mehr revidiert. Daraus hat sich für uns die Fragestellung ergeben, was tun wir? Und ich weiß noch sehr gut, als Sie damals kamen und gesagt, war das das Ende. Ohne die Entscheidung der Landesregierung gäbe es das heute nicht mehr. Und das ist keine Selbstverständlichkeit. In dem ewigen Konkurrenzkampf um die spannende Frage, für was geben wir Geld aus, was wir nie genügend haben. Jedenfalls behaupten wir es gemeinsam. Einmal in dem Konkurrenzkampf zwischen all dem, was je nachdem, wo man gerade ist, jeder einem sehr schlüssig vorträgt, wofür es zwingend geboten ist. Einmal für die Bildung, einmal für die Sicherheit, einmal für den öffentlichen Dienst, morgen für den Straßenbau, übermorgen für die Rente und jeder hat gute Argumente. Und die Hauptkunst der Politik ist dann eben immer zu entscheiden, für was tun wir etwas und warum tun wir es.
Und wenn dann noch, und das spornt einen dann besonders an, innerhalb der Wissenschaftsgemeinde es so ist, dass auch ein fruchtbarer Disput ständig stattfindet, wo tun wir was? Dann haben wir leider es noch nicht geschafft, dass wir auch innerhalb der Wissenschaftsgemeinde immer die gleiche Antwort erhalten. Auch dort ist der Ruf besonders elegant, wenn man vor Ort irgendwo ist, um sich kraftvoll einzusetzen. Der Unterschied zwischen dem jeweiligen Präsidenten und unserem ist, ich kann hier nicht anders reden als in Gießen. Herr Glockner, wir haben uns vor Jahren schon darüber unterhalten, auch einer der munteren Kämpfer. Und ich will ein besonderes Wort an Herrn Professor Reimann richten. Es liegt doch auf der Hand, dass er eine ganz schwierige Situation hatte. Die Frage, um die es hier ging, war am Ende, in dem Rheinland-Pfalz sich verabschiedet hat, beenden wir diese stolze Tradition oder entscheiden wir uns, nach vorne zu gehen? Es gab verschiedenste Varianten, die geprüft wurden, mit Gießen zusammen, mit der Hochschule Rhein-Main zusammen oder in verkleinertem Maßstab irgendwie das hier aufrechtzuerhalten oder die Chance zu nutzen, was Richtiges draus zu machen. Ich glaube, es war eine Grundentscheidung, die Zukunft hat. Und deshalb möchte ich Ihnen einfach nur zwei Überlegungen noch vortragen. Zwei Elemente, die grundlegend sind für unsere Arbeit und die ich so umschreiben will. Die Aufgabe, die wir haben, ist nicht zu konservieren das, was wir haben, uns erfreuen, dass es so ist und hoffen, dass es möglichst lange so bleibt, sondern entscheidend ist, danach zu streben, dass wir zukunftsfähig sind, dass wir unsere Chancen, die wir haben, optimieren und dass wir in einem immer stärkeren Wettbewerb, der sowohl in der Wissenschaftsgemeinde ist, wie aber auch ganz allgemein, uns so aufstellen, dass wir die besten Chancen haben. Und das bedeutet nun auch und gerade für den Bereich der Wissenschaft, dass wir uns in ganz besonderer Weise anstrengen. Nun bin ich nicht in der Illusion, dass irgendjemand glaubt, es wäre immer genug. Den Fall kenne ich nicht. Und ich will auch hier aus Zeitgründen darauf verzichten, das alles herzubeten. Aber die Verdopplung der Aufwendungen für die Hochschulen in wenigen Jahren ist eine Leistung, die Sie in Deutschland sonst nirgends finden. Die schlichte Verdopplung klingt so schlicht, es ist eine irre Anstrengung. Wenn Sie sich anschauen, noch nie gab es eine so hohe Summe, nicht nur für die Hochschulen, sondern wir haben auch ganz bewusst uns sehr entschieden dafür, die Aufwendungen für die Forschung, sowohl für Großforschungseinrichtungen in den berühmten Forschungsuniversitäten, aber auch in anderen drastisch auszubauen. Das ist uns nicht leicht gefallen, aber es folgt der Überzeugung, dass wir in unserem Land unsere Stärken stärken müssen. Wir haben das große Glück, wir sind eine der stärksten Regionen Europas. Wir sind die mit Abstand stärkste Region Deutschlands. Wir sind die internationalste Region. Und dieses alles gibt uns Chancen, die wir auch wahrnehmen müssen. Und dazu zählt dann eben auch, dass wir Forschung nicht lapular und nur fürs Forschen, sondern Forschung insbesondere auch als Schlüssel für die Arbeitskräfte, für die Arbeitsplätze und den Wohlstand für morgen begreifen. Und wir können nachweisen, überall dort, und das beginnt nicht in Kassel und endet nicht an der Darmstädter Hochschule, sondern auch bei allen anderen, überall dort, wo das gelungen ist, kann man zeigen, dass um die Hochschulen herum sich eine außergewöhnlich interessante, vielfältige und erfolgreiche Szene gebildet hat, die uns Zukunft gibt. Und genau das ist eine der entscheidenden Überlegungen, warum wir uns dort so anstrengen und uns dann auch entschieden haben, hieraus eine eigene Hochschule zu machen. Was natürlich bedeutet, Professor Reimann, wenn man sich von einem geliebten Fachbereich trennen muss, dass man das nicht gerade mit Begeisterung macht, ist völlig klar. Aber ich hoffe, dass Sie, Ihnen wurde ja gedankt auch, und ich will das ausdrücklich auch aufgreifen, dass Sie in fruchtbarem Miteinander in Zukunft auch sich weiter ergänzen und Ihre Stärken optimieren, so wie das zumindest theoretisch ja von allen gewünscht ist. Daraus also ist die Entscheidung geboren worden, wenn wir schon jetzt an einer Wegmarke stehen, was machen wir mit Geisenheim, dass wir dann versuchen, hieraus eine eigene Hochschule zu bilden. Und dann ist dann der zweite Punkt. Wir müssen unsere Stärken stärken. Und das, was hier Geisenheim bietet, ist einmalig. Das gibt es in seiner Strahlkraft, in seiner Bedeutung, sowohl national wie international, nicht nochmal. Man kann auf der Welt hinkommen, wo man will, nicht nur in Südaustralien.
sondern überall. Man trifft eigentlich immer irgendwo einen Geisenheimer, der nun in den Fachbereichen, in den Disziplinen, die hier besonders, das ist nicht nur der Weinbau, sondern da kommt eine Menge noch hinzu, die hier besonders eben qualifiziert sind. Das ist ein Markenzeichen für uns, von dem ich mich in letzter Zeit eigentlich gewundert habe, warum es eigentlich so lange gedauert hat, bis wir dieses Markenzeichen so ins Schaufenster stellen, dass es auch eindeutig wahrgenommen wird. Und eindeutig wahrgenommen wird man nicht, wenn man neben vielen anderen in einem Schaufenster steht, sondern man muss schon selbst strahlen. Und dieses Schaufenster haben Sie jetzt. Sie sind international vernetzt wie sonst niemand. Sie sind eine internationale Marke. Und daraus wollen wir auch etwas machen. Hier für diesen Standort, aber eben auch für unser Land und weit über Hessen hinaus. In der Frage der wissenschaftlichen Exzellenz, aber auch das gehört dazu, auch in der Vermarktung unseres Landes. Und wenn wir über Vermarktung unseres Landes reden, dann ist das eben auch die Attraktivität für Studenten, für Hochschulangehörige, für Professoren, aber eben auch für alles das, was danach folgt. Und das ist mehr als nur Wissenschaft und Lehre. Das ist ein ganzer Kosmos, an dem man hieran arbeiten kann. Und dazu haben Sie jetzt die Instrumente. Und das, was wir von Ihnen erwarten, ist, dass Sie sie nutzen, dass Sie das ausbauen. Wir freuen uns auf diese Zeit und um das Beispiel der Volljährigkeit zu nehmen. Sie wissen ja, die Menschen werden immer älter. Also da ist eine große Strecke, wo wir hoffen, dass Sie mit dieser Hochschule Neuland beschreiten, in mancherlei Hinsicht, in der Struktur allemal, aber eben auch in den Möglichkeiten, die Sie jetzt haben. Sie sind alleine ins Schaufenster gestellt. Das wollten wir so haben. Wir haben uns auch letztlich leiten lassen, natürlich ganz besonders wichtig von der Begutachtung des Wissenschaftsrates. Der Wissenschaftsrat hat das Konzept für tauglich befunden. Ja, er hat uns sogar ermutigt, indem er, Zitat, wenn ich das richtig im Kopf habe, geschrieben hat, es ist ein Beispiel für neue Hochschulformate jenseits der Fachhochschule und der Universitäten. Darin liegt eine Chance. Und ich möchte den Universitäten und den Fachhochschulen sagen, sehen Sie es auch als Chance und nicht als Bedrohung. Wenn ich den Streit ums Promotionsrecht nehme, den ich seit Jahrzehnten nachvollziehen kann, je nachdem, die einen finden es so rum und die anderen finden es so rum, das ist jenseits von Geisenheim ein Dauerbrenner in der Wissenschaftscommunity. Ich glaube, wir sollten es immer so sehen, dass darin Chancen liegen und dass wir unsere Kraft nicht vergeuden, uns wechselweise sozusagen die Gräben tiefer zu heben, damit jeder seine angestammten oder vermeintlichen Privilegien behält oder der andere sie bekommt. Das wird uns nicht weiterführen. Wir haben jetzt auch und gerade durch diese Empfehlung des Wissenschaftsrates die Chance zu zeigen, was wir hier können. Wir haben auch die Verpflichtung dazu. Und deshalb habe ich mich sehr gefreut, wie Sie darüber gesprochen haben, mit welcher Freude, mit welchem Einsatz und mit welcher Kreativität Sie diese neue Aufgabe angehen. Seien Sie versichert, wir stehen an Ihrer Seite. Wir sind jetzt die 13. Hochschule, staatliche Hochschule, die wir in Hessen haben. Allein die Tatsache, ich hatte es erwähnt, dass wir seit 41 Jahren keine mehr gegründet haben, gibt diesem Tag eine besondere Bedeutung. Und wenn Sie in dieser Wissenschaftsgemeinschaft, in dieser Gemeinschaft von Studenten und Lehrenden, und auch dies war einer der zentralen Punkte, die Zusammenführung von Forschung und Lehre sozusagen unter einem Dach als zentrales Element dessen, was wir hier neu bieten können, dann glaube ich, sind das gute Zutaten für eine erfolgreiche Zukunft. Und ich wünsche Ihnen und all denen, die hier lehren und denen, die hier lernen, all denen, die hier arbeiten und all denen, die hierher kommen, weil sie in besonderer Verbundenheit dieser Einrichtung sich fühlen oder weil sie neugierig sind, um zu schauen, was hier passiert, dass hier immer wissenschaftliche Neugier verbunden mit solider Kenntnis, mit interessanter Lehre etwas schafft, wo wir sagen können, mit dieser Hochschule haben wir nicht nur Neuland beschritten, sondern mit dieser Hochschule können wir auch zeigen, dass wir in der Lage sind, etwas ganz Besonderes, etwas Außergewöhnliches zu schaffen, auf das Geisenheim blickt, auf das der
Rheingau-Taunus-Kreis blickt der Landrat, das ganze Land Hessen, Deutschland. Und jetzt packen wir es mal alle zusammen, die Welt. Wir haben die große Freude, dass unser Festredner aus Südaustralien extra gekommen ist. Ich nehme es pars pro toto. Das zeigt die hohe Anerkennung, aber auch die Verbundenheit mit dieser neuen Hochschule. In diesem Sinne, Glück und Segen, alles Gute für Sie. Und wenn Sie, Herr Professor Schulz, und Sie, Frau Kollegin, mal zu mir kommen, jetzt kommen wir zu dem offiziellen Akt, den wir zur sozusagen nicht nur Volljährigkeit, sondern auch zur formalen Existenz brauchen. Ich werde die Urkunde verlesen und Ihnen noch ein Geschenk übergeben. Ihnen, meine Damen und Herren, wünsche ich gemeinsam mit uns einen fröhlichen Abend, spannende Zeiten hier in Geisenheim. Und da Sie heute Abend alle da sind, darf ich davon ausgehen, Ihr Interesse und Ihre Zuneigung zu dieser neuen Hochschule wird auch in Zukunft sein. In diesem Sinne, herzlichen Dank, alles Gute. Gleich noch mal schöner. Wir machen es gleich in schön. Gründungsurkunde. Auf der Grundlage des Gesetzes zur Änderung des Hessischen Hochschulgesetzes und anderer Vorschriften vom 26. Juni 2012 sind die Forschungsanstalt Geisenheim am Rhein und der Fachbereich Geisenheim der Hochschule Rhein-Main mit Wirkung vom 1. Januar 2013 in die Hochschule Geisenheim umgewandelt. In Umsetzung der Empfehlungen des Wissenschaftsrates zur Differenzierung der Hochschulen wurde damit erstmals eine Hochschule neuen Typs in staatlicher Trägerschaft gegründet. Wiesbaden den heutigen Tag, der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier, die hessische Ministerin für Wissenschaft und Kunst, Frau Eva Kühne-Hörmann. Sehr geehrter Herr Präsident, jetzt gibt sie offiziell, halten Sie es in Ehren und ich habe auch noch ein Geschenk für Sie dabei. Das kann man auch nicht kaufen, das ist eine Ehrenkachel. Naja. Das ist eine Ehrenkachel, die einen hoffentlich angemessenen Platz findet. Alles Gute. Ja, herzlichen Dank für die, ja, für die Worte, für die Anerkennung dessen, was gemacht worden ist und für die Aufmunterung, den Pfad weiterzugehen. Wir werden uns anstrengen, das weiß ich, dafür kenne ich den Laden ja schon ziemlich lange. Und wir haben eine große Chance, da bin ich ganz sicher, weil es ein einmaliges Konstrukt ist. Und wir müssen das eben auch umsetzen, was wir uns auch so an Potenzialen in diesem Prozess, das habe ich schon ernst gemeint, mit dem Gegenwind und sich überlegen, wie man da hinkommt. Es muss nicht immer so sportlich sein. Also das. Jetzt kommen wir aber zu einem Punkt, der mich ganz besonders freut, weil wir haben im Vorfeld natürlich drüber nachgedacht, wer könnte denn als Festredner in Frage kommen. Und es ist natürlich häufig so, dass es, da gibt es eine riesen Auswahl und nicht immer wissen alle oder kennen alle so eine Institution oder stecken vielleicht in einem ähnlichen Prozess. Und Professor Praetorius ist jemand, der kennt diese Institution. Er kommt ursprünglich aus Südafrika, war dort Mitbegründer des Institute of Biotechnology oder Wine Biotechnology der Universität in Stellenbosch, wurde dann abgeworben nach Australien als Australian Wine Research Institute, wo er 8,5 Jahre Direktor
war und auch diese Wissenschaft, den Wissenschaftsbereich in dieser Weinwelt mitgeprägt hat. Das wäre jetzt allerdings ein bisschen zu weinlastig. Und seit anderthalb Jahren ist er Vice Chancellor Research and Innovation der Universität in Adelaide. Das ist in Adelaide die größte, 37.000 Studierende. Und er ist im Moment Acting Rector, also eigentlich derjenige, der im Moment Präsident ist dieser größten Uni in Adelaide. Der Grund, warum er nachher das Nachtflugverbot strapazieren müssen eventuell, ist, er ist derjenige, der wegen der Zeitverschiebung übermorgen in Sydney bei der Versammlung der Universitätspräsidenten Australiens die sogenannte Einführungsrede halten muss. Und von daher gesehen, es ist eine ganz besondere Ehre, dass er sich diese Zeit rausgeschnitten hat. Er ist gestern Morgen gekommen und fliegt heute Abend wieder weg. Er hat einen furchtbar schlechten Carbon Footprint. Wir müssen jetzt wahrscheinlich ganz viele Dinge hier ändern, damit wir das wieder auffangen. Aber ich freue mich, dass er hier ist. Und er ist, wie gesagt, auch einer, der mit Herzblut dabei ist. Einer, der auch solche Herausforderungen hat, auf einem ganz anderen Mega-Level zu fusionieren und mit Hochschulen sich auskennt. Und Saki, it's your turn. Transformer. That's fine. Thank you. Sehr geehrter Herr Präsident Bouffier, sehr geehrte Frau Ministerin Kine Hörmann, sehr geehrter Herr Präsident Schulz, meine deutsche Aussprache ist sehr schlecht. Ich verstehe Deutsch, aber ich kann nicht mehr so gut sprechen. Therefore, I will continue in English, if you don't mind. But you will also hear that my English is my second language, as you can hear from my accent. But ladies and gentlemen, distinguished guests, I'm honored to attend this momentous occasion and the ceremony tonight. As I'm standing here, I feel that I'm witnessing history in the making. This is a university that is for the future. This university will, of course, face many, many challenges, but also opportunities. And many of those challenges and opportunities will be shared in many other countries, in many other universities. The world is a globalized area in which we have to do lots of things, but nevertheless, what we are facing is the challenges and opportunities, and we will have to step up. Because those that will not step up will simply lose the race. This is also a university. I'm flying blind here. It is a new type of university. This university will not look only or face challenges and opportunities. This university will have to and will, as I know them, be very committed to academic excellence and also their engagement with industry. That's the way forward for a university like this. This is the sort of university that I prefer, and this is also the sort of university that I'm working for at the moment. There are many types of universities,
But it all comes down to whether you have the passion to step up, whether you will look at your challenges and opportunities and you'll decide, I am going to fulfill this role. This is my niche. This is the niche that I will follow with passion, and my focus will be innovation, quality, and the value delivery. You'll have to start with the end in mind. You have to ask yourself the question, where will this university be by the end of this decade? Where will you be by 2020? If you clarify that vision for yourself, you will find the pathways to achieve it. There are always pathways to achieve that if you feel committed. I'm pressing the right one. Push it harder. Okay, harder. You have to push things a bit harder. because your competition is much stronger here. And you also carry a big chunk of the European Union on your shoulders, as we can see from down under. But nevertheless, I strongly believe that this will be the model for how you will do your teaching, your learning, your research. But it will be teaching and learning in an environment that is enriched by your research and enriched by your engagement with the industry. And you'll have to have a global reach, not only in terms of or beyond the borders of Germany, it will be have to be beyond the borders of Europe. We're living in the Asian century. Many countries embrace that. Some countries are still in denial. The long and the short of it is, we will have to become a global player. You don't have to become a big university in order to be a global player if you choose your niche very carefully. I want to tell you a story. There is a bit of a delay what I see here and what is at the back, so give me a moment. I want to, before I come to the challenges and opportunities facing the universities worldwide, I would like to tell you a story. And this story is a real story. And this story has a real link to Australia. And that's one of the reasons why I'm standing here today. Speaking funny English to you. It is a story with real impact. It will be a story that you will have to look through the eyes of wine and grapes. Now, I know Geisenheim is a lot more than just wine and grapes, but this is a story that links to it and will show you what I mean by impact. What do I mean by influence? So what I want to show you is a bottle of wine. This is a wine that I brought with me from South Australia. And the story goes like this. It is called the Hill of Grace wine. It is a Shiraz, it is a single varietal, and it comes from a single vineyard. This bottle of wine, the price is 500 euros per bottle, if you're lucky. In some restaurants, this will be double that price. So how can that be? How can a bottle of wine in a world that has so much surplus wine cost $600 or 500 euros? How do they survive? And it's made in Australia. How did it happen? This bottle of wine
starts with a family. And what I haven't told you so far, this bottle of wine are made by Geisenheim graduates. This is the link. This is why I want to tell you the story about impact and global reach. It starts in 1841 in Prussia. Now I know Geisenheim's goes back to 1872, but this story starts before that. And my little ship is hovering just here. Scared. Thank you. My own family made this trip in the 1600s, where they also started in Germany, but they went to the Cape of Good Hope in South Africa, and that's why I speak funny English. But nevertheless, it's not about the Cape of Good Hope, and it's not about me. It's about my story that started in Prussia and went all the way to Australia, to Adelaide. And I included the map just in case you didn't know where is Adelaide. And Adelaide comes from Adelheid. And I think you will now see the link. This started with a family, a young man with the name of Johan Henschke. He got on board, and because of his religious beliefs, he, with many, many other German migrants, moved to Australia, especially South Australia. They settled there, and about 50 kilometers northwest of Adelaide, Johan Henschke moved to a place called Eden Valley, which is just north of the Barossa Valley, which is probably the most famous wine-producing area in Australia. They settled there, and they, of course, those were hard times to start in a new country. And they built a church, a Lutheran church, and it was called Gnanenberg. His son, Paul Henschke, bought the land just across the road of this, exactly where those vineyards are, and it's still today called the Gnanenberg Church and the Gnanenberg Road. It's just a dirt road, unsealed, and this family settled there. The great-grandson, Cyril Henschke, he actually said, "We are going to do something spectacular here. The vines that are planted here, we are going to produce a niche wine from this small little vineyard of Shiraz." And today, this is some of the oldest Shiraz in the world. Now, for those of you who don't know, because of phylloxera, a lot of European Vitis vinifera grapevines were swept off and were killed. So some of the oldest vines are in strange places like Australia, which is a relatively new country as we know it today. And you can see it's real. And just to prove that, I want to show you a personal experience. And you can also see that these vines are indeed very old, 160 years old. And if you pick one berry of that grape bunch, today's owners will tell you, you have your quota for the year. They are niche players. They have seen what other people haven't seen. And today, that vineyard is still there, the Hill of Grace, named after Gnadenberg, and Stephen Henschke is the winemaker, and his wife, Prue Henschke, is the viticulturist. Two very esteemed people, and they make this iconic wine, one of Australia's most respected and well-regarded iconic wines across the world, but also in Australia.
because they have a mixture of art, of understanding the history of wine, but also apply continuous innovation based on solid science. These two people are, of course, the fifth generation. And like with people, you know, you always have to regenerate, you have to rejuvenate. This, they also realized, will have to happen with 160-year-old vines. Vines do not live forever. And what do you do? How do you go to the next level? Now, I'll tell you the story about that bottle of wine. The Hill of Grace and the Hill of Roses, which you can't see the names at the moment. But the Hill of Grace, Prue Henschke, the viticulturist, for about 10 years, she and several scientists tasted grapes from every vine in that small vineyard. As they are tasting it, they picked the most flavorsome grapes, and consistently, if they picked a few vines, they said, these vines, these individual vines are actually producing the most flavorsome. Well, they applied science, regenerated cuttings from that vine, and they planted it next door to this grandpa vineyard. So it's the same soil, same viticulturist, same winemakers. The only difference, and the same genetic material. The only difference is, this is a 160-year-old vine, and the other vineyard is 15 years old. And if you smell these wines, in 2009, I had the opportunity to smell these wines. And of course, I didn't know in the beginning what was the story. When I smelled the Hill of Roses, the new wine, it leapt out like a teenager out of the glass, fragrant, forward, almost saying, I want to conquer the world. And then from a decanter, I tasted Hill of Grace, not knowing that this is Hill of Grace, a serious wine, where you just sit there and layers and layers and layers of flavor, but in a very subtle way. Understated class, in a way. Not so fruit forward as the young one. And they told me the story, same cuttings, same pair of hands that handled it exactly the same, only the difference. And I could see that this history is going to continue. In the next century, this Hill of Roses will probably be the wine that will be as iconic as the Hill of Grace. Now that story relates to what we are seeing history in making today. We have seen the four fathers and the ancestors of the institution, and we are celebrating today the opening of the new Hochschule Geisenheim, now a university. So it relates to, of course, wine, but it's much more. If it's fertile soil, there are many seeds that will grow there. Geisenheim is not only about wine and grapes. There's a lot more happening here. There are several other things that will sort of be added in future, I'm sure. And people will focus on what I've said in the beginning, innovation, quality, and always asking the question, is there a better way? How can we improve the quality of whatever we do, because it's made in Germany. And there is some story about that. Many of us buy German products because it's better. And this is the history that was summarized previously. Now, you'll see that deliberately, I didn't use a vine here, because Geisenheim is more than just grape and wine. As you can see, we are now much further, and this seedling is growing. So what I'm saying with this slide is regeneration, rejuvenation is a good thing. We all feared change.
but I think it was Twain who said, but change is actually the ancestor of progress. It makes you feel uncomfortable. And I'm sure it's happening today here at Geisenheim on this campus. People say, what will happen? And it's a good thing that you do ask that question. Nevertheless, it will boost progress. This is what will make things better and will grow it if you look after the seedling, if you just want to grow. I'm using all of my South African and Australian muscles now. There it goes. See, as my German colleague gets up, it starts to talk. But nevertheless, seedlings, and of course now I'm talking to the Prime Minister of Hesse and the Minister and everybody that would like to hear the story, you have to look after the seedling. A lot of that will have to come from inside, but also from outside. I'm also talking to the other universities in the area. Sometimes when a new kid is on the block, you think, what will I lose? The long and the short of it is, eventually, you will collaborate, you will complement one another, and the state of Hesse will be stronger. Germany will be stronger. We will change things in the world if you start to do things together. But it will also be Geisenheim that will have to be looked after. And there will be different things that you have to add. I just want to say I'm not paid to give the speech by anybody here. But the long and the short of is, research costs money, but you will also have to come up with your business model that becomes sustainable. And I think this is the uncertainty that will bring out the creativity in people. And I'm not only talking about money here. Although the slide there shows a bucket of money, you need moral support. You need political support. You need help from the other universities in this region. You need help from universities elsewhere. We are trying to set up a collaboration between Geisenheim, Bordeaux, and Adelaide, for example, because we learn from one another. As you have an impact on that Newton's cradle, just remember it can come back and it can re-energize you again. That is the way science works, and that's the way research works, certainly in the university sector. And it's so ironic sometimes if you look at people within universities that sometimes you can look on a campus and the jealousy grow this high. They look at their colleagues, they look at other universities, and they are worried about that. They should not be worried about if you run your own race. Now, let me explain a little bit what I mean by that. The competition is global, and that competition is fierce. It's something that we will have to deal with, and it's something that you have to, as a small university, as the newest university, you'll have to be very careful. There are more or less 12,000 universities in the world. What is this university going to do? What will be your point of differentiation? What will you say you're going to contribute to the world and make this planet a better place to live on? There will be opportunities, but there will certainly be challenges. And you can change challenges in opportunities, but if you don't see it that way, you'll have a problem. So now the Mac in front of me is also dead, so I'm really flying blind now. I wonder, would it be okay if I stand here? I think that will, I'm sorry that I stand in front of you. The drivers of change are more or less the ones that I've put up at the top. The competition is for funding. And we live in very uncertain financial circumstances in the world today. I don't have to tell you about that. You have to compete for students. In our university and the way the university sector in Australia
is funded is largely based on the foreign students that come and study at universities in Australia. More and more of those students go back and you start to now see that you have an alumni, a very strong alumni in China, in India, in Japan. And these people compete, and universities compete for that. Australia says one of their biggest export products is actually education. But you have to compete for that. And within a university, the teaching actually subsidizes the research. For example, the way the funding model works in different countries, but in Australia, for a PhD student, the university receives $67,000. Now, if that becomes an income stream, you have to be careful that you don't commercialize your education to a point that it's no longer education. Because that's also a point where we have to be careful. We are not selling apples and pears and products. We are dealing with people's futures. Nevertheless, the competition will be fierce, but you'll also have global mobility of your staff. You have to compete in the global market for talent. You have to compete in the global market for your students. You have to understand that knowledge has been democratized a lot. Google, for example, is a custodian of knowledge. Google probably has more information stored inside a cloud somewhere more than Harvard University. It has become a completely different ballgame that we will have to deal with. The digital technology, if Harvard starts to export and makes its courses freely available on the internet, where will your university end up? Will you connect? Will you start to offer through digital technologies education? Those are the things that we will have to look at. The other one is integration with industry. More and more places, if you're a big insurance company, for example, why can't you start your own MBA course that is tailor-made for that? And there are places in the world where that happens. So more and more, it will not only be with universities that you will have to compete, you'll have to compete with a lot of other things. But compete is one thing. Sometimes you can just embed yourself in a changing world and become part of that that change. I will summarize and say all of these challenges, you have three options. You can either have the status quo, but you can't have the status quo completely unchanged. You will have to streamline. It's clear based on the previous slide that change is coming to the university sector. We feel it. We see it daily happening. It will have to be different. Or you can become a completely different university, a so-called transformer. If you talk about the transformer, you will just have to look at the laureate universities, where they are privatizing more and more and more universities across the world. Laureate, I think, now has more than 24 universities across the world. And if you look at what sits behind it, it's mega money, based on very good business models. And then you have niche leaders, where you actually say, I'm a small player, but this is the space where I'm going to be the best in class. You don't have to be big to be good. You don't have to be old to be good. The University of South Australia is only 21 years old, but it's one of the biggest universities now in the country because it was well led. That university had very good leaders so far, and it's very well connected with industry. So if you're a niche feeder, it's the same as that bottle of wine. You have to pick your spot and really dominate that spot. That market is yours where you're going to be best in class. Like the Hill of Grace, where they can charge 500 euros for a bottle of wine in a world where there's more wine that we can drink. That, I think, is a model that will suit Hochschule Geisenheim very well. You also can't be distracted. I don't have to tell you the story of the Lorelei. You know it very well in this region.
you have to focus on where do you want to be in 2020? Where do you want to be in 2025? And work backwards and say, how do I get there? That, I think, is critical, and not be distracted. For example, if there is now pressure on the budget, maybe we will start this course and we will have 3.5 students here. Well, it financially doesn't make sense because it will be too expensive. We know that. So you have to be careful that you are not being seduced in funny money that will cost you more money at the long run. You have to say, that's the world, where is my target? Where do I want to be the best in class? This is where Geisenheim will have to find that spot and then say, we are in research, we are in teaching, and we are in practical application and industry connection and engagement in that area. And we are well known for that. We are the best in class. That should be your goal, I think. And you chase it as there is no plan B. You also have to be dare to be different. Sometimes you just have to say, I'm not going to do it the same as other universities. I'm going to be different. And in our university, that's what I have encouraged very strongly and say, we don't always have to be against the stream, but when we say we are not going to be part of the grey fish, we are going to be different, and what is that difference? You have to be clear what is your point of differentiation in order to find your spot. You ask two questions. You ask the question, are you inspired by application, or are you inspired by fundamental understanding? If the answer is no to both questions, you should not be in a university. And hopefully you will not be financially viable. Because you waste taxpayers' money. You waste industry money. You can say, I am actually not really interested in application, but I'm interested in fundamental understanding. That's what I call Bohr Quadrant. Niels Bohr, the famous physicist, won the Nobel Prize. Did fantastic things, but no application at all. Some universities define themselves as that. Or you can say, I'm an Edison. I want application, but I'm not really interested in the fundamentals. I don't want to know why this wire is giving me a glowing bulb and that wire is not giving me a glowing bulb. I just want the glowing bulb. Some universities play in that field. And I don't say they're wrong. And in fact, it's good that there are universities playing in those fields. We need them. But certainly, what I would say, Geisenheim would do, they will have to play in Pasteur's quadrant. If you look what Pasteur has done, he always wanted to understand the fundamentals of something that is connected to society, whether they've developed a new vaccine, or whether the French looked at fermentation to try and make better beer than the Bavarians. Yes, there was a case like that. You have to define your spot. So what I see is Pasteur's quadrant as the playpen for this university. Now, to explain exactly what I mean by this, we should not be in the Joker Squadron. But you can pick anyway. And I'm glad that there are universities in all three of those. We also have them in Australia. We have Edison's and we have Bohr's and we have Pasteur's. We have chosen at our university that we will be in Pasteur's quadrant. Very well connected to industry, to society. What we do, does that have an influence on the policy of government or the economic performance of some industry? I can explain it also by cutlery. If you go to McDonald's, they give you plastic cutlery. And I hope the security people will bear with me. I actually brought it. Here it is. It works. You go to any fast food place, you can eat with this
It's fit for purpose. It's good that there are people that do this. But if there is a disruptive innovation, you can discard it. And you can just pick another one. It's good that there are universities like that. Then there are the Silver Spoon universities. Now it becomes a little bit more. This is silverware. This one is actually quite an expensive one that I borrowed. This silverware looks fantastic on a white tablecloth in when you dine out. Fit for purpose. We are proud that there are universities like that. You have universities like this in Germany. You have the plastic ones. They do their jobs in Germany, in Australia, in every country. You need all of that. But what you really need, I think, and where we should be focused on is the Swiss Army knife. Nobody can say that that Swiss Army knife is a lesser quality than this. And if we live in difficult financial situations like we are now in this world of ours, what would you like to have in your pocket? This one? This one? Or this one? So it's not red. It's not a Swiss knife because I can't tell Geisenheim to become Swiss. It's unique. It's not a grey fish, but it's versatile. So what you will have to figure out, Hannes, is how many of these gadgets can you afford and do you want? But if you have them, you have to be the best. So my message to you, and I want to give this to you, so just be careful. This is my message to you. That's your present. You can become a very versatile, multi-tasked university and Hochschule. And you can grow and do your own thing. You can put your own brand on that. You will be made in Germany. And you can make it any color that you want, but you will be high quality. And this is what you will have to look for. If you're a niche leader, you also have to think very proactively and reflect on things before you take the next step. Really think very carefully what you want to do. These people, they said our vineyards are becoming older and older. They didn't wait until the vineyard died. They started to regenerate. This vineyard will still continue for perhaps another 50 years, but they've already started with the Hill of Roses and prepared a new bottle of wine. If you want to be in the university sector, you also have to say, I am for academic excellence. I am there for global outreach because I'm well connected to the world. I make an impact. I have influence. I'm trying to make this planet a better place to live. What is my next step? What is our point of differentiation? And this is how you will have an impact if you are a niche leader and you will have a global impact. And this is what I would like to conclude with, is to say a great moment, and I hope this university will be successful. I am so hopeful that this university will be successful that this bottle of wine I'm going to put in here, and I'm going to thank the bravest premier and minister president in the world and say, in 41 years, you have done what should have been done years and years ago, but you reflected very carefully. Nurture the seedling. Thank you very much. Thank you. Why don't,
gibt's noch. So, herzlichen Dank, herzlichen Glückwunsch. If I speak longer, I'm going to miss my plane because it leaves at 10:15. Thank you very much for giving me the opportunity. Thank you, Saki, and have a nice trip back. Thanks for coming here, and that thing would have never gotten onto a plane. So you had to get rid of it, right? So, wir hatten unser Programm so ein bisschen am Anfang, weil wir gedacht haben, spätestens 8:30 ist on time. Muss er weg, dann funktioniert das auch. Vorhin hat der Ministerpräsident gesagt, wir sind die 13. Hochschule. Ich war der 13. Direktor. Es ist 2013 und er muss durch Tor 13. Das ist das Tor 13. Das ist so eine Art Beschleuniger am Flughafen in Frankfurt, dass man noch die Flugzeuge bekommen kann, die man eigentlich sonst überhaupt nicht mehr bekommt. Jetzt haben wir aber etwas, sage ich mal, mehr diesen Zeit, Muße, um uns ein bisschen Musik anzuhören. Deswegen haben wir sie ein bisschen nach hinten geschoben. Und danach, es kommen zwei Stücke, danach kommen die Grußworte. Und zuerst wird danach der Präsident der Justus-Liebig-Universität in Gießen, Professor Mukherjee, die Grußworte richten. Thank you.
Manchmal lohnt sich warten. Professor Mukherjee, kommen Sie nach vorne. Herzlichen Dank für die Bereitschaft, ein paar Grußworte hier zu richten. Und es ist hier. Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, sehr verehrte Frau Ministerin, sehr geehrte Staatssekretäre, Staatssekretärinnen, verehrte Mitglieder des Hessischen Landtages, lieber Herr Kollege Schulz, meine sehr verehrten Damen und Herren, verehrte Festgemeinde, nach dieser fulminanten Festrede kann eigentlich nur noch
Enttäuschung auf Enttäuschung folgen. Aber ich werde es auf jeden Fall versuchen, in die gebotenen 5 Minuten zu packen. Zunächst darf ich mich bei Ihnen sehr herzlich, Herr Schulz, bedanken, dass Sie dem Präsidenten der Justus-Liebig-Universität Gießen hier die Gelegenheit einräumen, einige Grußworte zu diesem besonderen Tag, dem ersten Geburtstag der Hochschule Geisenheim, beizusteuern. Ich werte dies als besondere Anerkennung und Wertschätzung für die intensiven Kooperationsbeziehungen zwischen Geisenheim und Gießen, die wir seit Jahrzehnten in Forschung, Lehre und Nachwuchsförderung pflegen. Mehr noch, in der Kooperationsvereinbarung, die wir vor knapp einem Jahr miteinander abgeschlossen haben, haben wir für alle diese 3 Bereiche, Forschung, Lehre und Nachwuchsförderung, vereinbart, diese Beziehungen in den kommenden Jahren noch weiter auszubauen. Insbesondere im Bereich der Agrar-, Umwelt- und Ernährungswissenschaften. Es sind ja eine Reihe von Kollegen auch aus dem Fachbereich heute hier von Gießen, die für unsere Lebenswissenschaften, wie Sie wissen, mitprägend sind, wollen wir unsere strategische Partnerschaft weiter verstärken. Die Universität Gießen hat in den vergangenen 2,5 Jahren seit der Kündigung des Staatsvertrags durch Rheinland-Pfalz die betriebsame, mitunter auch turbulente Entwicklung von der alten Situation mit ihrer organisatorischen Trennung zwischen Forschung und Lehre zu der Gründung der Hochschule neuen Typs hier und heute intensiv verfolgt und begleitet. Wir wissen daher besonders gut in Gießen, wie viel Arbeit und Engagement Sie in den vergangenen Monaten hier investiert haben. Umso erfreulicher ist es, dass der ambitionierte Zeitplan eingehalten werden konnte und dass wir heute der Gründung beiwohnen können. Ich gratuliere Ihnen im Namen der Justus-Liebig-Universität hierzu sehr herzlich und wünsche Ihnen beim Aufbau der Hochschule und uns gemeinsam bei der Gestaltung unserer zukünftigen Kooperation ein gutes Gelingen und viel Erfolg. Gratulieren möchte ich an dieser Stelle aber auch dem Land Hessen. Ihnen besonders, Frau Ministerin, Herr Staatssekretär und Ihrem Haus, für die zielstrebige Beförderung dieser Hochschulgründung. Lieber Herr Ministerpräsident, die durchaus umstrittene Entscheidung zur Gründung einer neuen Spezialhochschule war und ist, wie Sie wissen, aus Gießener Sicht mutig, aber richtig. Wir haben dies in den Landtagsanhörungen, in vielen Gesprächen, auch in der Öffentlichkeit immer wieder bekräftigt. Ich bin fest davon überzeugt, dass mit dieser Grundsatzentscheidung die besten Entwicklungsmöglichkeiten für den Standort Geisenheim, jetzt darf man ja vielleicht sagen für den Hochschulstandort Geisenheim, eröffnet worden sind. Mit der Hochschule neuen Typs greift die Landesregierung vorbildlich, wie ich finde, die ganz grundsätzliche Empfehlung des Wissenschaftsrates zur Weiterentwicklung des Hochschulsystems auf, nämlich einerseits an der prinzipiellen Typendifferenzierung zwischen Universitäten und Fachhochschulen festzuhalten, andererseits aber auch dort, wo es sinnvoll ist, durchaus experimentelle Zwischenwege zu beschreiten, die zu Lösungen wie hier in Geisenheim führen, Modelle, die sich dieser grundsätzlichen Typendifferenzierung entziehen. Aus einer Krisensituation heraus, die 2010 entstanden war, sind, Sie haben es angesprochen, Herr Ministerpräsident, die in ihr liegenden Chancen zielstrebig ergriffen worden. Ich persönlich bin froh und dankbar, dass mit den nun vorgenommenen Weichenstellungen die Kernpunkte der Überlegungen auch der Justus-Liebig-Universität Gießen aufgegriffen wurden, die wir im Februar 2011 auch im Lichte intensiver Gespräche mit Ihnen, Herr Schulz, in einem Positionspapier skizziert hatten. Dort wurde bereits von einer Hochschule neuen Typs als ein Szenario gesprochen. Die Justus-Liebig-Universität Gießen hat ein vitales Interesse an einer erfolgreichen Entwicklung der neuen Hochschule hier in Geisenheim. Wir haben seit mehreren Jahrzehnten gemeinsame Studiengänge, die hochattraktiv sind, zum Teil Alleinstellungsmerkmale besitzen, so etwa aber nicht nur dort, nämlich in der Önologie. Das gibt uns ja auch das Privileg, universitätseigenen Sekt und Wein ausschütten zu dürfen, etwas, was ich nicht missen will. Unser gemeinsames Studienangebot wollen wir erhalten und gegebenenfalls ausbauen. Wir arbeiten ebenfalls in großen Forschungsprojekten zusammen. Beispielhaft sei hier das Projekt zu anthocyanen Fruchtsäften genannt, das vom BMBF mit einer Millionensumme gefördert wird. Und aktuell befindet sich ein gemeinsamer Vollantrag im Landesexzellenzprogramm Löwe in der Begutachtung, der sich mit der Analyse von lokalen Klimaveränderungen und ihren Auswirkungen auf agrarische Ökosysteme beschäftigt. Und es gibt eine Reihe weiterer Überlegungen für gemeinsame Verbundprojekte, die im Moment bearbeitet werden. Und last not least, Sie haben auf das Thema hingewiesen, der Dauerbrenner Promotion. Auch im Bereich der Nachwuchsförderung arbeiten wir seit langem eng zusammen. Von den mehr als 100 kooperativen Promotionsverfahren seit 1984, an denen die Forschungsanstalt Geisenheim beteiligt war, wurde der allergrößte Teil
gemeinsam mit der Universität Gießen durchgeführt. Ich denke, wir dürfen sagen aus Gießener Sicht, dass wir hier noch nie ein Standesdünkel an den Tag gelegt haben. Der Wissenschaftsrat hat gerade für den Bereich der kooperativen Promotionen die Universität Gießen in die Pflicht genommen. So heißt es im Wissenschaftsratsbericht vom November 2012 zum Promotionsrecht der neuen Hochschule Geisenheim, ich zitiere, bis zur Entwicklung und Verstetigung eigener Standards soll das Promotionsrecht jedoch zunächst nur in Kooperation mit einer Universität ausgeübt werden. Primärer Partner ist aufgrund der langjährigen Zusammenarbeit und der regionalen Nähe die JLU Gießen. Zitat Ende. Dies greift im Grunde auch schon die Verpflichtung auf, die uns der Gesetzgeber bereits bei der Einräumung des Promotionsrechts für Geisenheim mit der Änderung des Hessischen Hochschulgesetzes im Sommer 2012 aufgegeben hatte. Dort heißt es in der Gesetzesbegründung, ich zitiere, dabei wird insbesondere die Universität Gießen, mit der schon bisher eine enge Zusammenarbeit besteht, in erster Linie als universitärer Partner in Betracht kommen. Meine Damen und Herren, dieser Erwartung des Wissenschaftsrates und des Landes Hessen kommen wir sehr gerne nach. Ein weiterer Bereich, es ist bereits mehrfach heute Abend angeklungen, auch in der Festrede, auch in der Form der Festrede, in dem es sich anbietet, noch stärker zusammenzuwirken zwischen Gießen und Geisenheim, ist die internationale Netzwerkbildung in Bereichen gemeinsamer Forschungs- und Lehrinteressen. Ich sage dies auch deshalb, weil ich gerade in den vergangenen Monaten verschiedentlich von ausländischen Kollegen auf diese Entwicklung hier in Geisenheim angesprochen worden bin. Es ist ja heute deutlich geworden, dass Ihr guter Ruf bis nach Australien reicht. Für die neue Hochschule wird sich, wie für alle anderen Hochschulen, in der Zukunft noch stärker die Herausforderung ergeben, mit dem eigenen Profil neue, vielversprechende Partnerschaften international anzubahnen und zu gestalten. Eines ist, denke ich, klar, Exzellenz in der Wissenschaft ist untrennbar verbunden mit internationalem Austausch. Lieber Schulz, erlauben Sie mir abschließend, Ihnen und Ihrer neuen Hochschule zu diesem besonderen Tag zwei Geschenke aus Gießen zu überreichen. Zum einen unsere Justus Liebig Gedenkmünze, die als Geschenk besonderen Partnern unserer Universität im In- und Ausland vorbehalten ist. Zum anderen ein Büchlein über die Geschichte der Wiedergründung der Universität Gießen nach dem Zweiten Weltkrieg. Wie Sie vielleicht wissen, haben wir in Gießen jahrhundertealte Tradition und Erfahrung mit Hochschulgründungen. Die Universität Gießen ist in der über 400-jährigen Geschichte ja einige Male wiedergegründet und wiedererrichtet worden. Und unsere Erfahrung und Expertise auf diesem Gebiet lassen wir Ihnen gern zukommen in all dem, was auf Sie zukommt in der nächsten Zeit. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihnen allen ein herzliches Glück auf. Detlef, es ist ja nicht so, dass wir uns nicht kennen. Ja. Und das war vielleicht auch manchmal das Schwierige an der ganzen Geschichte, dass man sich schon so lange kennt und ja, dann solche Entwicklungen einen selber auch oder uns irgendwo auch überrollen. Aber ich freue mich, dass du gesagt hast, kein Thema, ich mache ein Grußwort. Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, sehr geehrte Frau Staatsministerin, sehr geehrter Herr Staatssekretär, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrte Mitglieder des Präsidiums der Hochschule Geisenheim. Auf diesen Satz freue ich mich seit ein paar Tagen. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Gäste. Gestatten Sie mir bitte eine persönliche Vorbemerkung zu diesem Grußwort. Die Vorbereitungen dazu waren für mich nicht einfach. Einerseits deshalb, weil ich selbst 15 Jahre als Professor hier in Geisenheim tätig war. Und zum anderen, weil ich mich bekanntermaßen mit meinem eigenen Vorschlag zur Restrukturierung in Geisenheim nicht habe durchsetzen können. Aber keine Sorge, ich werde im Folgenden nicht diese Aspekte ansprechen. Ich denke, die Hochschule Rhein-Main hat im vergangenen Jahr eine sehr konstruktive Rolle bei der Umsetzung der letztlich getroffenen Entscheidungen gespielt. Was sagt man dann in einem solchen Grußwort, das eben in Teilen auch ein Abschiedswort ist?
Mir sind in den letzten Tagen zufällig ein paar Vorlesungsunterlagen in die Hände gefallen, die ich in meiner Geisenheimer Tätigkeit verwendet habe. Dort habe ich versucht, ich war da für den Bereich der Gartenbauökonomie zuständig, dort habe ich versucht, die ökonomischen Grundlagen von Kooperationen zu erläutern. Und ein Zusammenschluss bzw. eine Fusion, wie sie jetzt hier eigentlich zwischen der Forschungsanstalt Geisenheim und dem Fachbereich Geisenheim der Hochschule Rhein-Main vollzogen wurde, sind aus ökonomischer Sicht in der Tat eine spezielle Form der Kooperation. Ich möchte nachfolgend einige Kernaussagen zur Kooperation formulieren. Keine Sorge, es wird keine komplette Vorlesung, sondern wirklich ein kurzes Grußwort. Und dann jeweils diese Kernaussagen allerdings auf die Hochschule Geisenheim beziehen, gewissermaßen als Anmerkung, was aus meiner Sicht jetzt auf die neue Hochschule zukommt, um erfolgreich zu sein. Ich gebe zu, dass dort auch ein gewisses Maß an Kenntnis der Geisenheimer Verhältnisse sich vielleicht widerspiegelt und das eine oder andere vielleicht zwischen den Zeilen auch für die Geisenheimer anders oder deutlicher zu lesen ist als für Externe. Der erste Kernsatz oder die ersten Kernaussagen zu erfolgreichen Kooperationen lautet so, dass erfolgreiche Kooperationen dann stattfinden, wenn sie gegenüber den Einzelaktivitäten der Partner einen Mehrertrag, die Ökonomen bezeichnen das als Kooperationsrente, liefert. Das Problem bei Kooperationsrenten ist, dass diese in der Regel nicht einzelnen Kooperationspartnern kausal eindeutig zuzuordnen sind. Deshalb ist in solchen Situationen die Verteilung dieser Kooperationsrente häufig das Kernproblem von Kooperationen. Wem gehört davon wie viel? Und man muss nüchtern sagen, in ökonomischen Verhältnissen ist es häufig so, dass diese Aufteilung der Kooperationsrente in der Regel durch Machtverhältnisse geklärt wird. Also wer ist der stärkere Partner in der Kooperation? Was um alle Welt hat das mit Geisenheim zu tun? Die Kooperationsrente ist der neue Status der Hochschule Geisenheim als Hochschule neuen Typs im Sinne des Wissenschaftsrats. Die Frage der Verteilung der Kooperationsrente, die nach der Mittelverteilung, nach dem Zugriff auf Forschungsressourcen und die nach dem Status der Beschäftigtengruppen. Das kann man in Verbindung bringen mit dem zweiten Kernsatz, mit den zweiten Kernaussagen zur Kooperation. Denn bei Kooperationen gilt das sogenannte Konkurrenzparadoxon. Wer im gemeinsamen Interesse handelt, hat unmittelbar kurzfristig Nachteile, aber langfristig Vorteile. Wer dem Gruppeninteresse zuwiderhandelt, hat unmittelbar diese Vorteile, leidet aber mit den anderen Gruppenmitgliedern an den Folgen. Es geht, sagen die Ökonomen fachlich, um den Widerspruch zwischen kollektiver und individueller Rationalität. Auch wieder die Frage, was hat das mit Geisenheim zu tun? Nach meiner Wahrnehmung liegt insbesondere in diesem Punkt die riesige Herausforderung für die nächste Zeit der Hochschule Geisenheim, ich sage es auch ganz deutlich, auch insbesondere für die Hochschulleitung. Alle in Geisenheim, und da schließe ich auch die Kolleginnen und Kollegen meines ehemaligen Fachbereichs mit ein, müssen verinnerlichen, dass es seit dem 1. Januar 2013 nicht mehr darum geht, das Alte unter der neuen Hülle zu konservieren. Nur wenn allen klar ist, dass diese Institution nunmehr als Hochschule agieren und handeln muss, wird die Herausforderung gemeistert. Das führt mich zum dritten und letzten Kernsatz. Kooperationen basieren auf Kommunikation und Verabredung. Und Kernelement der Kommunikation ist Vertrauen. Und Vertrauen hat als Bedingung Erfahrungsprozesse. Daraus folgt meiner Ansicht nach für Geisenheim die unbedingte Forderung, auch weiterhin nach Transparenz in allen Entscheidungen, die hier getroffen werden, nach Offenlegung der eigenen Interessen aller Beteiligten und nach Ernstnehmen der Ängste und Befürchtungen aller Beteiligten. Einmal verlorenes Vertrauen lässt sich in so einem Prozess kaum wieder aufholen. Das gilt insbesondere unter Bezug auf das Erwähnte, wenn eben halt Machtverhältnisse benutzt werden, um Kooperationsgewinn aufzuteilen. Und ich gestatte mir den Hinweis, dass ich damals 1994 hier in Geisenheim angefangen habe und Kolleginnen und Kollegen kennengelernt habe, die dort noch gelitten haben unter irgendwelchen subjektiv empfundenen Kränkungen, die dort schon 15 Jahre zurückgelegen haben. Und der damaligen Institution, der ich angehört habe, eigentlich dadurch auch Schaden zugefügt hat. Das als
ein paar Gedanken zur Kooperation, zu dem, was ich als wirklich große Aufgabe neben den inhaltlichen Dingen, die hier in Geisenheim gut aufgestellt sind, wo es viel Qualifikation, viel Einzigartiges gibt, dazu ist viel gesagt worden, wo ich aber glaube, dass das eine Schlüsselfrage ist für das, was dann zukünftig kommt. Da glaube ich, gibt es eine große Herausforderung. Und in diesem Sinne wünsche ich der Hochschule Geisenheim einen möglichst hohen Kooperationsgewinn und eine glückliche Hand bei der Verteilung desselben. Alles Gute an die neue Hochschule. Es wird eine Herausforderung, da hast du vollkommen recht. Was mir nicht ganz klar war, dass es den Begriff Rente auch in dem Zusammenhang gab. Ja? Also... Okay. Das letzte Grußwort vor einer anderen Musikpause wird der Dr. Rowald Hepp halten. Er war und ist immer noch, wir haben ihn noch nicht ganz abgeschafft, der Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats der Forschungsanstalt, die ja jetzt eigentlich gar nicht mehr existiert. Und hat eben langjährig den Bezug zu den Institutionen, wie sie hier vorher waren, und natürlich auch die Insider-Informationen die ganze Zeit in diesem Prozess gehabt, den wir gerade durchlaufen haben. Robert? Vielen Dank, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, Frau Staatsministerin, liebes Gründungspräsidium der Hochschule Geisenheim, werte Ehrengäste, Mitarbeiter, ehemalige Mitarbeiter, liebe Freunde von Geisenheim. Im Unterschied zu Professor Reimann ist es mir sehr leicht gefallen, ein Grußwort zu schreiben. Und ich will das auch nach dem alten Leitsatz von Winston Churchill, ein gutes Grußwort soll das Thema nicht, aber die Zuhörer erschöpfen, auch in den gegebenen 5 Minuten vortragen. Am heutigen Tag, meine Damen und Herren, ist man geneigt, das politische Zitat, es wächst zusammen, was zusammengehört, auf die mit der Gründung der Hochschule Geisenheim einhergehende Fusion von Forschung und Lehre anzuwenden und diese als historischen Akt zu begreifen. Aus der Sicht des Wissenschaftlichen Beirats der Forschungsanstalt Geisenheim, für den ich als dessen Vorsitzender hier ein Grußwort sprechen darf, stellt sich dies auch tatsächlich so dar. Denn die engstmögliche Verzahnung von Forschung und Lehre sowie die direkte Rückkopplung zur Praxis, das sind die Assets, für die Geisenheim einen weltweit einzigartigen Ruf genießt und die es in einer Zeit immer schnelleren Wandelns zu erhalten, aber auch zu gestalten gilt. Das hat ja auch Saki Praetorius deutlich ausgeführt. Unser Gremium, dieser wissenschaftliche Beirat, hatte bisher neben der fachlichen Beratung der Leitungsebene der Forschungsanstalt Geisenheim auch die Aufgabe, eine interne Evaluierung durchzuführen sowie an der organisatorischen und inhaltlichen Neugestaltung mitzuwirken. In diesem Zusammenhang gilt unser herzlicher Dank der Leitung der Forschungsanstalt Geisenheim, der alten Einrichtung, stellvertretend dafür in Person des Gründungspräsidenten Professor Schulz, sowie aber ausdrücklich seinem ganzen Team von Mitstreitern, Unterstützern, Kritikern und vor allen Dingen dem Heer von Nacht- und Wochenendarbeitern, ohne die in so kurzer Zeit diese Neugestaltung nicht möglich gewesen wäre. Ebenso danken möchte ich aber den beteiligten Ministerien und den Entscheidungsträgern dort, die ernsthaftes und wirkliches Interesse an der Meinung, den Ansichten und den Diskussionsbeiträgen des Wissenschaftlichen Beirats hatten, auch und gerade weil diese nicht immer bequem und angenehm und schon gar nicht minimalkostenorientiert waren. Im Namen unseres Beirats darf ich hier stellvertretend vor allem Herrn Staatssekretär Ingmar Jung und Herrn Dr. Bernhard für ihr ehrliches Interesse und den offenen Dialog ganz herzlich danken. Besonders hervorheben möchte ich an dieser Stelle auch den Einsatz von 2 Beiratsmitgliedern, einmal von Professor Seidler, der mit seinem reichen Erfahrungsschatz im Bereich Wissenschaftsmanagement in den letzten 14 Monaten den Wissenschaftlichen Beirat in den Gründungsgremien vertreten hat. Gleiches gilt für Professor Treuter,
der für den wissenschaftlichen Beirat an der Evaluierung Geisenheims durch den Wissenschaftsrat mitgewirkt hat. Beiden dafür herzlichen Dank. Ich glaube, Sie haben unser Gremium gut vertreten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ein Rückblick alleine wäre dem heutigen Anlass jedoch nicht angemessen. Gerade heute muss der Blick auch nach vorne gerichtet werden. Ich sage dies nicht nur aus der Sicht des wissenschaftlichen Beirates, sondern auch aus der Sicht eines ehemaligen Studenten dieser Einrichtung, aus der Sicht eines Kooperationspartners, Schloss Vollraths, das Weingut, das ich leiten darf, führt zusammen mit Geisenheim den weltweit am längsten dauernden Bewirtschaftungsversuch durch. Und ich spreche das auch und nicht zuletzt aus der Sicht eines Vaters an, der hofft, seine Kinder für ein Studium in Geisenheim begeistern zu können. Meine Tochter ist hier, die fängt im Wintersemester hier an. Sicherlich haben Sie alle, meine sehr verehrten Damen und Herren, bei Professor Mukherjee habe ich das dem Grußwort entnommen. Ich gehe mit Gewissheit davon aus, dass Sie das alle gemacht haben, das Gutachten des Wissenschaftsrats gelesen. Richtig? Auf Seite 8 steht dort, ich zitiere, die Gründung der eigenständigen Hochschule erfordert zudem ein nachhaltiges finanzielles Engagement des Zuwendungsgebers. Danke, Frau Christmann. Damit nicht genug. Auf Seite 10 heißt es weiter, ich zitiere abermals, bereits der derzeit von der Hochschule geplante Personalzuwachs führt zu einem finanziellen Mehrbedarf, der die bisher vom Land kalkulierten Kosten voraussichtlich übersteigen wird. Der Wissenschaftsrat geht davon aus, dass das Land zu langfristig erhöhten Zuwendungen bereit ist, die eine entscheidende Voraussetzung für das Gelingen der Hochschulgründung sind. Zitat Ende. Das ist deckungsgleich mit dem, was ich in der Rede von Ministerpräsident Bouffier an langfristiger Unterstützung für diese Einrichtung gehört habe. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir müssen uns vor Augen führen, dass mit der Gründung der Hochschule Neuen Typs alleine noch nichts gewonnen ist. Es kommt wirklich auf das nachhaltige Engagement des Landes Hessen an, aus diesem zarten Setzling eine unverwüstliche, einzigartige und allen Witterungseinflüssen politischer Großwetterlagen trotzende, starke Pflanze zu machen. Mit der Internatsschule in Schloss Hansenberg in Johannesberg, mit der European Law School, mit der Neuausrichtung der hessischen Staatsweingüter Kloster Eberbach hat die hessische Staatsregierung drei wegweisende, kostenintensive Projekte im Bildungswesen und im Weinbau hier in der Region unterstützt und finanziert. In diese Investitionen in die Zukunft, denn darum handelt es sich ja bei Bildungsinvestitionen, fügt sich das Engagement des Landes Hessen in Geisenheim nahtlos ein. Aufgrund der weltweiten Verzahnung von Forschung und Lehre wird ein nachhaltiges Engagement zu einer weiteren Aufwertung der Hochschule Geisenheim, aber auch der gesamten hessischen Bildungslandschaft und des Bundeslandes Hessen führen. Geisenheimer Absolventen, meine sehr verehrten Damen und Herren, erfahren rund um den Globus ein hohes Maß an Wertschätzung. Und das hat Ihnen Saki Pretorius nicht gesagt. Pru und Steven Henschke haben in Geisenheim studiert und auch ihr Sohn Johann hat im letzten Jahr abgeschlossen hier. Also das Pendulum von Australien schwingt auch wieder nach Deutschland zurück. Zukünftig wird dies auch an den Abschlusszeugnissen der Bachelor- und Masterstudenten deutlicher zu erkennen sein. Der Schriftzug Hochschule Rhein-Main wird durch den in der Branche griffigeren Begriff Hochschule Geisenheim ersetzt. Das ist für viele Absolventen ein wichtiger Punkt. Damit auch langfristig jedoch diese hohe Wertschätzung für Fachleute made in Geisenheim erhalten bleibt, müssen sich alle Verantwortlichen am Standort Geisenheim noch mehr anstrengen als bisher. Das hat ja auch Professor Reimann gesagt. Denn im Gutachten des Wissenschaftsrates ist auch eine Leistungsbewertung und eine Leistungsüberprüfung zur Sicherstellung des Niveaus in Forschung und Lehre angemahnt. Ich bin jedoch sicher, meine Damen und Herren, wenn alle die staatlichen Stellen, Forschung, die Lehre und die Verwaltung stets ihr Bestes geben, das heißt
Geld in erster Linie von Seiten des Staates. Dann kann sichergestellt werden, dass alle zukünftigen Absolventen in Abwandlung des politischen Wortes von John F. Kennedy aufgrund ihrer guten Ausbildung hier in Geisenheim auch zukünftig voller Stolz sagen werden, ich bin ein Geisenheimer. Auch 25 Jahre nach meinem eigenen Abschluss kann ich sagen, dass ich persönlich in Geisenheim viel gelernt habe und Geisenheim viel zu verdanken habe. Es freut mich daher sehr, dass mit der Gründung einer Hochschule neuen Typs der Grundstein für eine zukunftsträchtige Neuausrichtung geschaffen wurde. Den Verantwortlichen wünsche ich alles Gute und den politischen Entscheidungsträgern danke ich für ihre Weitsicht. Da der wissenschaftliche Beirat ein Gremium, Titel ohne Mittel, ohne Budgets, habe ich kein Geschenk mitgebracht, sage aber auch weiterhin unsere konstruktive Unterstützung zu, wenn es gewollt ist. Ja, es gibt vielleicht eine, wenn so viel über Geld geredet wird, Herr Bouffier, wir haben eine Möglichkeit, die Kosten für diese Veranstaltung zu senken, indem der Betreiber der Mensa, der also hier dann auch das Catering macht, hat eine Geburtstagstorte gemacht. Und wenn ich sie dazu bekomme, sie mit mir anzuschneiden, kriegen wir sie umsonst. Also der erste Schritt zur Konsolidierung, dann haben wir das schon hingekriegt. Und jetzt nochmal Musik. Thank you.
Vielen Dank und wir kommen zum, es stehen nur noch drei Grußworte. Ja, natürlich. Und noch der Ottmar Lönartz. Also, das kann auch hart werden. Drei Grußworte in Ehr vor dem Sekt, dem Buffet, dem Wein. Und Herr Albers, Sie wollten ein Grußwort sprechen. Und hier ist die Bühne. Sehr geehrter Herr Professor Schulz, Herr Professor Lönartz, Herr Ministerpräsident, verehrte Mitglieder der Landesregierung, verehrte Abgeordnete, liebe Festgemeinde. Herr Professor Schulz, ich darf mich ganz herzlich bedanken für die Einladung. Ich komme immer ausgesprochen gerne in eine Schule und in eine Hochschule sowieso, weil man da immer was lernt. Zum einen habe ich viel gelernt. Dafür darf ich mich wirklich ganz, ganz herzlich bedanken bei dem brillanten Vortrag von Herrn Professor Pretorius. Das war wirklich beeindruckend und das war wirklich eine Festansprache, wie es einer Hochschule gebührt. Außerdem habe ich bei Ihrer Begrüßung, Herr Professor Schulz, gelernt, dass es Begrüßungen gibt, dass es Ansprachen gibt von Herrn Ministerpräsidenten, dass es eine Festrede gibt, dass es Grußworte gibt und dass, wie Sie bei meiner Begrüßung gesagt hatten, kurze Notizen gibt. Und weil in der Schule ja auf Lernen gesetzt wird und man lernt natürlich insbesondere auch durch Wiederholung, steht es sicherheitshalber auch nochmal auf dem Regiezettel, man möge sich bitte an die vorgegebene Redezeit halten. Und ich habe eben noch mit auf den Weg bekommen, ich wäre mit Herrn Kilian und dem einzigen Studenten, der, glaube ich, hier im Raum ist, das letzte Hindernis vor dem kalten Buffet. Deshalb, Herr Professor Schulz, herzlichen Glückwunsch. Herr Ministerpräsident, vielen Dank für die Entscheidung der Landesregierung, die Hochschule Geisenheim, den Standort so zu stärken, wie Sie das getan haben. Das stärkt die Hochschule, das stärkt Geisenheim, das stärkt die Region und hilft dazu, den Namen des Rheingau, des Rheingauer Weinbaus weit in die Welt weiter heraus zu posaunen. Das ist eine gute Entscheidung, das stärkt den Standort. Die Diskussion um den Deutschen Wetterdienst hat und den einen oder anderen da bangen lassen. Insofern ein herzliches Dankeschön dafür. Und an die 1.100 Studenten, und ich habe gelesen, Sie planen die 1.700 Studenten für das kommende Semester, ein herzliches 1.700 Studenten. Gut, nicht direkt morgen, aber angesichts der demografischen Entwicklung eine Entwicklung, die wir nur begrüßen können. Also allen künftigen Studenten ein herzliches Willkommen und nochmal ein herzliches Dankeschön für die Zusammenarbeit mit unserer beruflichen Schule. Wir können hier mit Ihrer Unterstützung die Bundesfruchtsaftklasse, das gibt's wirklich, Herr Ministerpräsident, die Bundesfruchtsaftklasse gemeinsam hier gestalten. Das alles sind große Herausforderungen, das sind gute Chancen. Herzlichen Glückwunsch, ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Wir sind ein Landkreis, der unter den Schutzschirm des Landes Hessens schlüpfen musste. Deshalb gibt's auch von mir kein Geld. Aber das Angebot zur nachhaltigen weiteren Unterstützung. Alles Gute. Ja, vielen Dank, Herr Albers. Ja, der Grund, Sie haben richtig beobachtet, dass es gibt ja eigentlich relativ wenig Studierende hier drin im Moment. Wir haben aber auch ganz klar gesagt, wir machen die richtige Party mit allen Studierenden und allen Mitarbeitern im Sommer. Weil wo hätten Sie die 1.100 und die 400 Mitarbeiter hinstecken wollen? Und bei den heutigen Ski- und Rodelbedingungen draußen wäre es auch draußen ein bisschen griffig geworden im Park. Das war so das Limit. Aber wir haben natürlich Studierende, mit denen am 2. Januar direkt schon hier vor Ort Sekt getrunken. Also das war absolutes Minimum. Jetzt komme ich zum
Bürgermeister der Stadt Geisenheim, Herrn Kilian, der auch in seiner Neujahrsansprache schon auf die Hochschule oder auf die Entwicklung hier eingegangen ist. Und ich freue mich, Herr Kilian, weil wir hatten heute Morgen Gespräche über die Weiterentwicklung der Hochschulen in den Bauszenarien, Heureka und darüber hinaus. Und dann ging es auch um die Verhältnis der Hochschule zur Stadt und wie sich die Stadt dazu darstellt. Und wenn Sie bitte nach vorne kommen und ein Großwort reden. Ich habe ihn nicht gezwungen, er hat es freiwillig gemacht. Also so ist es denn. Herr Professor Schulz, Herr Ministerpräsident, Frau Staatsministerin, liebe Mitglieder der Hessischen Landesregierung und des Landtags, sehr geehrter Herr Landrat, sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Ehrengäste, meine sehr geehrten Damen und Herren, jetzt hätte mich natürlich sehr interessiert, wie Professor Schulz das Verhältnis zur Stadt bewertet. Ich von meiner Seite aus kann nur sagen, ich bewerte das Verhältnis zwischen der Stadt und der Hochschule Geisenheim University als hervorragend. 2010. Zunächst schien die Kündigung des Staatsvertrags durch das Land Rheinland-Pfalz zu einem Problem zu werden für die Forschungsanstalt, für das Land Hessen, für die Stadt Geisenheim. Aber das war nur zunächst. Schnell haben die Verantwortlichen die Situation als Chance erkannt. Und sie haben für den Bildungsstandort Geisenheim ein neues Modell kreiert. Dieses Modell ist deutschlandweit einmalig. Die Einrichtungen in Geisenheim wurden durch die Zusammenführung und Gründung der Hochschule Geisenheim nicht nur gesichert, sondern sogar gestärkt. Bildung ist ein harter Standortfaktor. Die Schulstadt Geisenheim freut sich deshalb nicht nur einfach so über die Aufwertung zur Hochschulstadt, sondern wir sind auch bestrebt, die stets vorhandene gute Verbundenheit zu dieser, wie es im Volksmund heißt, Bommelerie oder Anstalt zu intensivieren. Wir wollen dazu beitragen, die Studentinnen und Studenten an unsere Stadt zu binden. Sie sollen nicht nur durch ihr Markenzeichen Geisenheimer in aller Welt mit ihrer Kompetenz werben, sondern sie sollen sich darüber hinaus als Geisenheimer fühlen und sich in Geisenheim wohlfühlen. Auch aus diesem Grund haben wir 2012 ein Stadtmarketingprojekt begonnen, an dem Campusmanager Robert Lönartz aktiv die Interessen der Hochschule Geisenheim vertritt und Ideen einbringt. Das ist auch eine hervorragende Zusammenarbeit. Im Namen der Stadt Geisenheim danke ich der Hessischen Landesregierung und auch unseren Landtagsabgeordneten, insbesondere auch Herrn Peter Seifert, für die nie in Frage gestellte Unterstützung des Standortes Geisenheim. Gehen Sie davon aus, dass diese öffentlichen Gelder hier sinnvoll in die Zukunft und in Nachhaltigkeit investiert sind. Besonderen Dank spreche ich dem letzten Direktor der Forschungsanstalt Geisenheim, dem Gründungspräsidenten Professor Hans-Reiner Schulz aus. Aber nicht nur ihm, sondern seinem gesamten Team, stellvertretend auch Herrn Professor Lönertz. Die Anstrengungen der vergangenen Jahre und insbesondere des Jahres 2012 sind mit einem überzeugenden Ergebnis belohnt worden. In diesem Zusammenhang danke ich aber auch ebenso dem Präsidenten der Hochschule Rhein-Main, Professor Dr. Detlef Reimann, ebenfalls Geisenheimer Bürger, der das Verfahren stets kritisch, aber konstruktiv begleitet hat. Der Wissenschaftsrat hat das Gründungskonzept positiv bewertet und sieht, Zitat, gute Voraussetzungen zur erfolgreichen Entwicklung dieser Hochschule. Aus China stammt die Weisheit, das Meer verweigert auch den kleinsten Flüssen nicht den Zutritt, daher seine Tiefe. Ich will Sie alle motivieren, auch künftig Ideen und Vorschläge zur weiteren Entwicklung und Profilierung der Hochschule Geisenheim University einzubringen. Wir sind hier auf dem Gebiet der Stadt Geisenheim in einer Einrichtung des Landes Hessen, auf dem Gelände des Campus Hochschule im Gerd-Erbslöh-Hörsaal. Herr Erbslöh, auch Sie von meiner Seite herzlich willkommen. Dieses Beispiel zeigt die Verbundenheit zwischen Politik, Bildung und Praxis. Und was kann es Besseres geben, als diese Symbolik auch in dem neuen Logo der Forschungsanstalt wiederzufinden
Forschung, Lehre und Praxis, die ich an dieser Stelle synonym verwendet werden möchte. Die ganze Geschichte soll uns, insbesondere uns Geisenheimer, noch selbstbewusster werden lassen, als wir sind. Es klang eben schon der Begriff an Schutzschirmkommune im Zusammenhang mit dem Rheingau-Taunus-Kreis. Geisenheim ist keine Schutzschirmkommune, Geisenheim ist Hochschulstandort und das sollten wir alle positiv nach außen tragen. Mit hoch erhobenem Kopf, aber nicht mit hoher Nase. Und dann bin ich sicher, wenn alle Beteiligten sich weiterhin so engagiert einbringen, dann sind das gute Voraussetzungen nicht nur für eine erfolgreiche Entwicklung der Hochschule, sondern auch für eine erfolgreiche Entwicklung der Stadt Geisenheim. Die städtischen Gremien werden ihren Anteil dazu beitragen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, wir sind, die Frage hat er ja gestellt, wir sind eng verwoben, so eng, dass ein relativ großer Teil der Fläche, worauf der zentrale Campus basiert, gehört noch der Stadt. Vielleicht hätte ich es jetzt nicht sagen sollen, nicht an den unter. So, Studierenden sind das Wichtigste an einer Hochschule und deswegen haben sie auch mit abgesehen vom Dekan oder wie er jetzt heißt, Vizepräsident, das vorletzte Wort. Jonathan Mengel. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, sehr geehrte Frau Ministerin, liebe Gäste. Ich werde jetzt hier nicht weiter irgendwie Glückwünsche aussprechen, weil das wäre ein bisschen schizophren. Ich bin ja Teil dieser Hochschule. Ich möchte aber ein paar Dankesworte sagen. Als Vertreter der Studentenschaft möchte ich zuerst all jenen danken, die in den vergangenen Monaten viel Zeit und Mühe investiert haben, damit wir heute die Gründung der neuen Hochschule Geisenheim feiern können. Von uns Studenten haben einige diesen Prozess begleitet und Anregungen gegeben. Doch war von Anfang an das Ziel, dass der Übergang von der Hochschule Rhein-Main zur Hochschule Geisenheim für die Studenten nahezu unbemerkt ablaufen sollte, um den laufenden Lehrbetrieb nicht zu beeinträchtigen. Das ist auf lobenswerte Weise gelungen. Ich glaube, es ist längst nicht jedem klar, was hier im letzten halben Jahr von vielen geleistet wurde, denn äußerlich gab es kaum Anzeichen für die vielfältigen Aufgaben, die eine Reihe von Arbeitsgruppen zu bewältigen hatten. Alles parallel zum laufenden Betrieb. Dafür möchte ich im Namen der Studenten allen Beteiligten herzlich danken. Aber so ganz ohne Hilfe von außen hätten wir es dann doch nicht geschafft. Man gründet ja eben nicht alle Tage eine neue Hochschule. Wir haben es gehört, 41 Jahre ist es her. Und die Hochschule Rhein-Main hat uns auf unserem Weg in die Unabhängigkeit begleitet und mit Rat und Tat unterstützt, auch wenn es für sie selbst nicht ganz leicht war. Auch den einen oder anderen Mitarbeiter haben wir abgeworben. Und auch wenn wir in Zukunft zwei eigenständige Hochschulen sind, so verbinden uns doch 40 gemeinsame Jahre und darüber hinaus weiterhin die Zusammenarbeit beim Hochschulsport, bei Sprachkursen und vielen anderen Dingen auch und gerade zur Sicherung der Qualität der Lehre. Für die gemeinsame Zeit, die Unterstützung in den letzten Monaten und die gute Zusammenarbeit in Zukunft möchte ich mich im Namen der Studenten herzlich bei der Hochschule Rhein-Main bedanken. Schließlich und nicht zuletzt gilt unser Dank der Politik, denn es war der politische Wille, der für eine Veränderung des Status quo der Forschungsanstalt und des Fachbereichs Geisenheim anstrebte. Und man besaß in der Politik die nötige Weisheit, alle Betroffenen nach Vorschlägen für die künftige Organisation dieser beiden Institutionen zu befragen. Dass am Ende unser Vorschlag umgesetzt wurde, obwohl er finanziell nicht der günstigste war und auch nicht die Mehrheit
aller politischen, auch nicht, nicht die Meinung aller politischen Kräfte im Land teilte, möchte ich an dieser Stelle lobend erwähnen und den Verantwortlichen dafür danken. Allerdings geht mit diesem Dank auch eine Mahnung an die politischen Vertreter aus Land und Kreis und Stadt einher, die ich hier stellvertretend an Sie, Herr Bouffier, Herrn Albers und an Herrn Kilian aussprechen möchte. Heute feiern wir gemeinsam die Gründung der 13. Hochschule des Landes Hessen. Und Sie, meine Herren, haben tolle Reden geschwungen. Morgen werden Sie alle wieder weg sein. Gut, Herr Kilian wohnt hier, aber morgen hier im Hörsaal ist er nicht mehr da. Wir aber bleiben hier. Vergessen Sie uns also nicht. Die Neugründung war politisch gewollt und es wurden finanzielle Mittel dafür zur Verfügung gestellt. Doch ich möchte Sie daran erinnern, dass dies kein Strohfeuer sein darf. Wir werden auch in Zukunft Unterstützung und Geld brauchen, damit die Hochschule Geisenheim auch weiterhin eines der internationalen Aushängeschilder für Geisenheim, den Rheingau und das Land Hessen ist und damit wir Ihnen, meine Damen und Herren, beim nächsten Mal auch wieder einen guten Tropfen anbieten können. Abschließend möchte ich Ihnen noch einen Gedanken mit auf den Weg geben. Im Sommer 2009 habe ich mich für das Weinbaustudium in Geisenheim immatrikuliert und ich bekam damals diese etwas formlose Bestätigung ausgestellt. Ich habe nochmal das Logo der damaligen Fachhochschule Wiesbaden angefügt. Als ich dann 3 Monate später im Herbst mein Studium hier tatsächlich begann, war das bereits an der Hochschule Rhein-Main. Und ich bekam hier dieses Stammdatenblatt, das war so für den Online-Zugang an der Hochschule, bekam ich ausgehändigt. Letzte Woche bekam ich dieses Stammdatenblatt genau für dieselbe Funktion, aber diesmal, und ich hoffe endgültig, von der Hochschule Geisenheim. Im Lebenslauf macht sich das natürlich ganz toll, ne? 3 verschiedene Hochschulen während eines Bachelorstudiengangs. Ich meine, manche schaffen nicht mal einen Auslandsaufenthalt. Das ist nicht schlecht. Aber viel wichtiger ist meiner Meinung nach, dass wir endlich unter eigenem Namen geführt werden. Manche von uns haben ihr Studium absolviert, ohne jemals ein Gebäude der Hochschule in Wiesbaden betreten zu haben. Wir haben in Geisenheim studiert und wir waren immer Geisenheimer. Nicht unbedingt, weil wir alle in Geisenheim gewohnt hätten. Nein, Geisenheimer ist eine Marke, ein weltweit bekanntes und geschätztes Siegel für Qualität. In den Vorlesungen hier lernt man unter anderem, wie schwierig der Aufbau einer Marke ist und wie wichtig ihre Pflege. Unter diesem Gesichtspunkt war es richtig und wichtig, dass die Geisenheimer mit der Hochschule Geisenheim nun auch endlich ihren Markennamen auf dem Etikett tragen. Darauf sind wir stolz und dafür danken wir allen, die daran beteiligt waren. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren. Ja, Jonathan, vielen Dank. Er hat vor ein paar Tagen seine Bachelorarbeit abgegeben, die ich betreuen durfte, und die Note wird er noch erfahren. Ist auf jeden Fall bestanden, so wie ich das gesehen habe. Sehr geehrter Ministerpräsident, sehr geehrte Frau Ministerin, mir obliegt es jetzt als Wissenschaftler der ehemaligen Forschungsanstalt und als ehemaliger Dekan des ehemaligen Fachbereiches ein paar Schlussworte zu sagen. Als erstes möchten wir uns Geisenheimer wirklich ganz herzlich für die vielen netten Wünsche und sehr netten und wirklich sehr für uns sehr überraschenden, zum Teil sehr überraschenden Ausführungen beim Ministerpräsidenten, bei Saki Petorius, der wahrscheinlich jetzt schon unterwegs ist, im Flugzeug sitzt, und bei den vielen Grußworten bedanken. Also ich denke mal, es sind ja viele Geisenheimer-Dozenten, Dozentinnen hier, dass uns das schon so ein bisschen stolz macht, was über Geisenheim in den letzten 2 Stunden ausgeführt wurde. Ganz herzlichen Dank für die Ausführungen.
Wir Geisenheimer möchten uns bei den politischen Verantwortlichen bedanken für das Vertrauen in den Standort Geisenheim. Wir möchten uns bedanken für das Vertrauen, das in die derzeit handelnden Personen in Geisenheim haben. Und wir können Ihnen versichern, dieses Vertrauen werden wir gerecht werden. Diesem Vertrauen werden wir mit Sicherheit gerecht werden. Dieses Vertrauen werden wir aber auch nutzen, um Geisenheim weiter als besonderen Standort in der hessischen, der deutschen Hochschullandschaft auszubauen. Dies soll nicht nur für das besondere, vielleicht sehr überschaubare Fächerangebot gelten. Wir werden die Chance nutzen, die uns geboten wurde. Den Studierenden garantieren wir auch in Zukunft berufsqualifizierende und praxisorientierte, praxistaugliche Bachelorstudiengänge anzubieten. Das bedeutet, dass wir ganz bewusst klassische Elemente der Fachhochschulausbildung beibehalten werden. Dazu aber auch unsere wissenschaftsbasierten Masterstudiengänge teilweise mit nationalen, teilweise mit internationalen Partnern weiter ausbauten werden. Die forschungsbasierten und für die wissenschaftlichen Nachwuchs bedeutenden Elemente der universitären Ausbildung im Master- und Promotionsbereich werden an Bedeutung für uns gewinnen, logischerweise. Moderates Wachstum ist unser Ziel. Der Standort hat aktuell 1.142 Studierende. Wir garantieren, dass wir in Zukunft unseren Studierenden einen besonderen Standort bieten, mit einem besonderen Flair, mit einem speziellen Angebot und einem besonderen Profil. Unsere Stärken werden wir auch in Zukunft mit Sicherheit nicht vergessen. Den mit uns eng verbundenen Branchen versprechen wir auch zukünftig, ein kompetenter Ansprechpartner zu sein, der immer ein offenes Ohr für die Praxis hat. Wir werden auch in Zukunft die Sprache der Praxis verstehen, das mit hoher Wahrscheinlichkeit und hoher Sicherheit. Wir sehen unsere besondere Bedeutung in der Akademisierung unserer Berufszweige im Weinbau, im Gartenbau, in der Getränketechnologie, in der Landschaftsarchitektur und sehen auch unsere besondere und immense Verantwortung, die wir haben. Ein Dank geht daher auch und ganz besonders an die vielen ehemaligen Geisenheimer in vielen Betrieben auf der Welt, in vielen Arbeitsplätzen, einschließlich unseres Alumni-Verbandes. Diese ehemaligen haben unsere Arbeit nach außen getragen. Diese ehemaligen haben durch ihre Arbeit den Standort bekannt gemacht und die Marke Geisenheim mit Leben erfüllt. Die Verbundenheit, das Vertrauen unserer ehemaligen wissen wir alle wirklich sehr zu schätzen. Gleichzeitig werden wir natürlich die Chance eines eigenen Promotionsrechts nutzen, um grundlagenorientierte Forschung zu intensivieren und mit sehr viel Elan die Ausbildung und wissenschaftliche Betreuung von aktuell über 50 Promoventen am Standort weiter zu verbessern. Unsere langjährige Erfahrung mit vielen Doktoranden spiegelt sich unter anderem auch mit der demnächst 100. Veranstaltung in unserem Doktorandenkolleg wider, dass auch in Zukunft die Basis, Anfang Februar wird das sein, dass auch in Zukunft die Basis für die gemeinsame Ausbildung der Doktoranden sein wird. Darüber hinaus sehen wir die vom Wissenschaftsrat geforderte Schaffung einer Graduiertenschule als eine wirklich willkommene Ergänzung. Die Herausforderung, praxisorientierte Lehre und Forschung anzubieten, gleichzeitig aber auch grundlegende Forschung zu betreiben, Doktoranden zu betreuen, dieser Spagat war schon immer der Reiz an diesem Standort. Das wird auch in Zukunft so bleiben. Der Vorteil vor Praktikern, der Artikel in der Zeitschrift für Praktiker wird Bedeutung behalten, neben wissenschaftlichen Publikationen, neben einem Impact-Faktor, neben einem Hirsch-Index zur Bewertung von wissenschaftlicher Güte und von Veröffentlichung von Personen. Drittmittel von Unternehmen sind für uns so wichtig wie die Einwerbung von Drittmitteln von wissenschaftlichen Einrichtungen wie der DFG oder das wissenschaftlichen Förderprogramm der EU oder aus dem LOEWE-Programm. Unsere ambitionierten Ziele in der Forschung und in der Lehre sind nur durch zusätzliche Mittel zu erreichen. Unsere auch für die Praxis wichtige Forschung im Bereich der Auswirkungen des Klimawandels an Spezialkulturen ist dabei nur ein ganz kleines Beispiel. Die Idee, tatsächlich eine Hochschule neuen Typs zu schaffen, fasziniert uns alle zunehmend in den letzten Wochen. Die Hochschule neuen Typs integriert damit beide Hochschulkonzepte für eine besonders qualifizierende Ausbildung für die Berufsfelder im Weinbau und der Weinwirtschaft, im Bereich der Landschaftsarchitektur, im Gartenbau sowie der Getränketechnologie. Die Gruppe, die bei uns ein Bewertungssystem zur Steuerung des Haushaltes, zur Bewertung der Arbeit einzelner Forschungszentren oder auch zur Bewertung von Kolleginnen und Kollegen im Zusammenhang mit Beförderung oder mit der Gewährung von Zulagen erarbeiten, diese Gruppe ist wirklich nicht zu beneiden durch die Heterogenität, die wir haben. Lehre und Forschung, das ist unsere Leitlinie. Lehre und Forschung werden auch in Zukunft in jeder Hinsicht absolut gleichberechtigt sein, auch bei diesen Bewertungen. Bedanken möchten wir uns aber auch und ganz besonders bei vielen ehemaligen Kollegen, die jetzt unserer Freude in großer Zahl unserer Einladung gefolgt sind. Die letzten drei Direktoren, Herr Klaus konnte leider nicht kommen, Paul Klaus, der Professor Dietrich, Professor Schaller,
In gewisser Weise repräsentieren die drei letzten Direktorinnen ein Viertel der 140-jährigen Geschichte der Forschungsanstalt Geisenheim. Wenn wir heute diese Gründung feiern können, wenn wir im letzten Jahr vom Wissenschaftsrat ausgesprochen positiv bewertet wurden, dann ist das natürlich auch und ganz besonders der Verdienst ehemaliger Kollegen und Kolleginnen, die über Jahrzehnte hinweg Geisenheim zu dem gemacht haben, was heute zu sehen ist, was wir heute feiern. Also wir aktuellen Geisenheimer möchten uns ganz herzlich bei den ehemaligen Geisenheimern bedanken. Vielen Dank. Bewertung des Wissenschaftsrates. In der Bewertung des Wissenschaftsrats freut uns natürlich ein Satz besonders. Ich zitiere, der Wissenschaftsrat geht von der grundsätzlichen Bereitschaft des Landes zu langfristig erhöhten Zuwendungen an die zukünftige Hochschule Geisenheim aus. Für das Gelingen der Hochschulgründung bildet das nachhaltige Engagement des Zuwendungsgebers eine entscheidende Voraussetzung. Steht nochmal auf Seite 62, nicht nur zu Beginn. Viele der dort formulierten Ausführungen des Wissenschaftsrates zum Konzept der Hochschule Geisenheim vom November letzten Jahres bestätigt uns natürlich auch sehr, das muss man offen sagen, und macht uns auch stolz. Wir sehen die aktuelle finanzielle Ausstattung als eine wirklich faire Behandlung der Hochschule Geisenheim durch den Zuwendungsgeber und als eine gute Grundlage für unsere Arbeit in den nächsten Jahren. Dafür, aber auch für die vielfältige Unterstützung und Hilfe durch sehr viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst, müssen wir stellvertretend bei Dr. Bernhard bedanken. Ich möchte mich persönlich noch bei Herrn Mika bedanken, der mich ständig rät, was Hochschulpolitik, was juristische Dinge anbelangt. Dafür ganz herzlichen Dank. Ein besonderer Dank gilt natürlich der Hochschule Rhein-Main bzw. der Fachhochschule Wiesbaden. Eine 40-jährige Zusammenarbeit mit dem Standort Geisenheim hat die Lehre natürlich in vielerlei Hinsicht in Geisenheim weiterentwickelt und geprägt. Insbesondere die immerwährende Förderung Geisenheim durch den Altpräsidenten Clemens Glockner muss und will ich natürlich an dieser Stelle erwähnen und mich dafür ganz herzlich bedanken. Ausdrücklich möchte ich mich aber auch im Namen aller Geisenheimer bei der aktuellen Leitung der Hochschule Rhein-Main, besonders beim Präsidenten Detlef Reimann und beim Kanzler Winfried Friedel, für diese wirklich konstruktive Zusammenarbeit im letzten Jahr bedanken, die natürlich in vielen weiten Phasen sehr emotional belastet war und nicht einfach war. Wirklich ganz herzlichen Dank, Detlef, wirklich vielen Dank dafür. Die Weiterentwicklung der Lehre und die Konsolidierung der grundlagenorientierten Forschung werden zunächst die elementaren Herausforderungen für uns Geisenheimer sein. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die immer wieder eine enorm starke Identifizierung mit dem Standort zum Ausdruck bringen und eine besondere Leistungsbereitschaft zeigen, um Geisenheim zu entwickeln, sind dabei unser Kapital. Dies gilt, und das möchte ich ganz besonders betonen, wirklich für alle Gruppen, die an unserer Hochschule arbeiten. Das gilt wirklich für alle Gruppen. Wie eben schon gesagt, leider nicht alle Kollegen, Kolleginnen, alle Studierenden Platz in dem Raum haben, auch im Abschlusssaal haben, auch gesagt, weil ich weiß, viele werden das mitverfolgen im Netz. Im Sommer wird es eine weitere Veranstaltung geben. Wir hören jetzt noch einen Musikbeitrag. Wir möchten uns bedanken bei der musikalischen Begleitung des Abends, bei Olga Zeitzeffer mit ihrer Band. Ich denke, das ist ein besonderer Applaus wert. Danach möchten wir Sie alle zu einem Glas Sekt der Forschungsanstalt Geisenheim einladen. Eben wurde ja schon erwähnt, dass wir am 2. Januar schon mit den Studenten gefeiert haben. Das erste Mal, seit ich hier bin, passiert, dass wir keinen Sekt mehr hatten zum Schluss. Es wird heute Abend mit Sicherheit nicht passieren, zeigt aber auch die hohe Identifikation der Studierenden, am 2. Januar in Geisenheim zu sein. Also wir möchten Sie einladen zum Glas Sekt der Forschungsanstalt, zu einem eigenen Bier unserer Getränketechnologen, aber zu einer Camponade, einem nicht-alkoholischen Getränk, das wir vermarkten, dass es in studentischen Projekten entstanden ist. Und wir hoffen, dass Sie trotz der vorgeschrittenen Zeit noch ein bisschen Zeit haben für kurzweilige und interessante Gespräche. Also ist noch ein Sekt der Forschungsanstalt, die es zwar nicht mehr gibt, aber der Sekt ist logischerweise noch von der Forschungsanstalt. Zum Schluss noch ein herzliches Dankeschön allen Helfern, Helferinnen, die Abend an vielen, vielen Stellen und den Tagen vorher hier gearbeitet haben. Und Ihnen ein ganz herzliches Dankeschön fürs Kommen, trotz dieses Wetter, und ein ganz herzliches Dankeschön für das Ausharren. Und unser Versprechen, dass wir das, was wir jetzt geboten bekommen von der Politik, nutzen werden und Geisenheim weiterentwickeln werden. Vielen Dank fürs Kommen und fürs Aushalten.
Ganz zum aller Schluss, es muss hier niemand reden oder auch hier vorne anwesend sein, ohne was geschenkt zu bekommen. Es ist dem Anlass entsprechend ein erstes Gewächs. Wir haben ja heute viele Setzlinge gesehen. Und übrigens haben wir heute Morgen den Gründungswein geerntet, 122 Grad Öxle. Es hat nicht ganz gereicht, die Kombination zu einem Eiswein zu machen, aber der 15.01. war uns wichtig. Wir haben gesagt, es ist nicht viel, letztendlich werden wir vielleicht 120 Liter rausholen, aber die werden in kleine Flaschen gepackt und wenn dann die 25-Jahr-Feier der Hochschule ist, dann werden sich die dann Verantwortlichen daran ergötzen können. Einen schönen Abend noch. Herr Rufi, Sie dürfen gerne.